White Russian, ein Ohrenschmaus. Oh, da habe ich mir gleich ein wenig in den Mund gebrochen, wie es sich gehört bei einer solchen Aussage. Es geht, und das merkt es immer wieder an, immer um Bildung und was man lernen kann. Was konnte man also die letzte Folge lernen? Die Charaktere haben gelernt, was es so, wie das mit den ganzen Mitarbeitern ist und den Sicherheitsshit. Und bei wem man da vielleicht ansetzen kann, um sein Leben zu ruinieren und nur um sich ein paar Tonnen zu machen. Also die wären jetzt schon richtig asoziale kleine Mistkröten, auch wenn es immer noch so ein paar Bedenken gibt, gerade bei Jojo. Ich will ja nicht zu fies sein. Ich meine, es ist vollkommen okay, jemand mit einer Schrote einfach mal direkt den Körper wegzufetzen, aber ich will bei den ganzen Leuten irgendwie nicht so gemein sein. Es sind ja keine Spikes und damit schon fast Menschen. Ja, also das. Und dann haben die Charaktere weiterhin nochmal geguckt, wie das ist mit diesem, mit dem Typ da, ne? Der im Wallpaper rumhängt, und da sind sie nochmal hin. Billy hat nochmal mit ihm gesprochen und sie haben sich gemeinschaftlich entschieden, dass das vielleicht nicht so ein solider Bro ist, mit dem man da irgendwie Geschäfte machen kann, dass sie ihm nicht hundertprozentig trauen können. Vicky können sie ja hundertprozentig trauen, mit der haben sie ja die ist hundertprozentig vertrauensselig, weil das so ist, offenbar. Oder so. Naja, egal. Ich kann ja auch nicht jeden zum Arschloch machen, deswegen können sie ja offenbar hundertprozentig trauen, das ist vollkommen okay. Jetzt, heute, geht es einfach weiter mit der Planung und sie raffinieren noch mehr ihre ganzen Vorhaben und machen sich am Ende nochmal ganz viel aus, wie es dann weitergeht. Insofern bleibet auch nichts weiter zu sagen, außer viel Spaß und bleibet geil. Ihr steht vom Shipwrecked. Da hat sich einiges verändert. Das war ja eigentlich so irgendwie so ein komisches Gebäude, wo der Eingang so ein ehemaliger Bottich voll Algen war zur Nahrungszubereitung. Den haben sie jetzt komplett umgedröselt. Die haben fast den gesamten Bottich abgerissen und haben jetzt quasi ein Plastikschiff irgendwie Wrack dahingestellt, wo man quasi durch den Bug hineinläuft. Ihr habt da auch immer noch einen Türsteher, aber der kontrolliert nicht auf Sins, sondern der kontrolliert auf Waffen und dergleichen. Irgendwelche anderen Sachen, sogar Drogen. Und da ist er auch relativ genau. Das heißt, ihr habt sogar zwei Leute. Die Leute, die da reingehen, sind schon piratenmäßig gekleidet. Manche natürlich sehr ausgefeilt. Manche halt relativ normal mit irgendwas hier, das guten Willen präsentiert. Und wenn es auch nur Dreck im Gesicht ist oder sowas. Genau, natürlich übelste Mucke, die rausdröhnt, und irgendwie wird Vicky 10 Minuten zu spät dann auch ankommen. Die ist auch eher so mittelmäßig piratisch. Also die hat irgend so eine weite Lederhose an. Die hat, nee, das geht ja nicht, schade. Gut, und sie hat auch so ein Pseudo, nicht Rüschen, sondern irgend so ein anderes weites Hemd an. Und so eine Piraten, so ein Piratenhut mit hier engsten Totenkopf und so, mir Dönse drauf. Sie wirft euch jedem einen Plastiksäbel hin. Also sag eher mal, so, nennen die es eher Gummi. Sag mal, konnte ich eigentlich in den Dreck in meinem Gesicht ein wenig, in Anführungsstrichen, Theaterblut oder sowas ähnliches mischen? Gibt es sowas? Habe ich sowas wahrscheinlich nicht. Du hast Ketchup. Ich meine, wie hoch sind deine Ansprüche? Okay, ich habe Ketchup. Gut. Das heißt, ich kann auch meine Bluse noch ein bisschen dreckig machen, ja? Ja, und du hast bestimmt auch irgendwelche Farben und sowas. Das ist klar, alles nicht Farben, das Problem. Habe ich auch mass. Also ich denke, das ist nicht das Ding, dass du da irgendwie schönes Blut machst. Das gehört sich ja. Kannst du machen. Gut. Ja. So, jetzt seid ihr bewaffnet. Danke, hallo. Wollen wir gleich rein? So. Klar. Alles klar bei dir, Foxy? Mhm. Super, dann los. Sie spricht heute nur gerne eine Oktave höher. Ja, okay. Die Hosen sind ein bisschen eng. Okay, verstehe ich nicht. Naja. Mach mich doch nicht. Muss auch nicht. Ist auch total unnötig hier. Oh, das klingt so schön, das solltest du öfter machen. Wenn du meinst, aber ich habe nicht unbedingt den Charakter dazu. Stimmt. Ich brauch dich mal für ein NSC. Ich brauch dich mal als Gastsprecher, weißt du? Ja, gut. Ihr müsst mich erstmal rausschmeißen, habt ihr ja eh vor. Das ist richtig. Ihr geht rein. Passiert die Kontrollen. Es gibt mehrere Floors. Ihr habt, wenn ihr Bock habt, habt ihr zwei, also ihr könnt natürlich eure Garderobe und so einen Scheiß abgeben, bla bla. Ihr habt zwei Eingänge. Das eine ist halt, naja, ich gehe halt rein, gerne Bar vorbei, schnapp mal was zu trinken und dann geht's los. Ihr könnt aber natürlich auch
euch, wenn ihr es mögt, an einem Schiffstau oder an mehreren, es sind so 6-7 Stück, über einen extra angelegten, nennen wir es mal. Das ist eine rhetorische Frage, oder? Graben. Für dich, ja, für das weiß ich es nicht. Über einen Graben schwingen mit Wasser. Es sind Drohnen-Piranhas drin. Versteht's? Die beißen auch tatsächlich? Nee. Na, dann ist ja langweilig. Aber sie springen immerhin aus dem Wasser. Oh, yeah. Diese Hüpfer, diese Jungen hier. Ja, ihr schwingt euch drüber. Kurz, wenn so lange wir da drunter stehen, kommt vermutlich noch der Spruch, es riecht ein wenig fischig. Ihr schwingt euch drüber. Direkt danach wird, also zumindest, direkt danach kommt eingeblendet, ob du das Foto, das von dir geschossen würde, erwerben möchtest oder nicht. Kostet 2 Yen. Sieht mittelmäßig episch aus. Sieht aus, hättest du Spaß gehabt. Nein. Okay. Ja. Löschen. Naja, kannst du nicht sagen. Ich meine, die machen ja das Foto. Das ist wie bei den Achterbahn-Dingern. Dann werden die eh gelöscht. Ja, natürlich werden die nach einer Zeit gelöscht. Schubsi, jetzt die Hand umdrehen. Hand umdrehen, was? Nix, keine weiteren Störenfriede jetzt hier. Hopp, weiter geht's. Gut, Vicky meint, dreht sich um, steckt sich die erste Kirschkippe an. Übrigens, ihr werdet, solange es um Run-Spezifika geht, sie nicht sehen ohne Kippe. Soll ich uns schnell was zu trinken holen und wir verziehen uns erstmal zum Quatschen? Oder wollt ihr erstmal hier noch ein bisschen rumdödeln? Nö. Quatschen, oder? Okay, dann sucht einfach mal eine Stelle, sagt mir, wo ihr seid und ich hole euch was zu trinken. Was wollt ihr denn? Kirschsaft, aber non-alkoholik. Cola. Foxy, du machst mir eine echte Freude. Gä? Sie holt Getränke. Ich hätte jetzt sagen müssen Cherry Coke, oder? Du kriegst sowieso Cherry Coke, das ist dir doch klar. Alles klar. Logisch. Ach ja, Mucke, ne? Einmal Piraten-Metal, das ist im Wesentlichen ein schlechtes A-Storm-Remake. Einmal... Also wie nennt sich das? Shanty-Rock oder so nennt sich das doch. Ich hab keine Shanty Ahnung. Oder sowas, glaube ich. Shanty-Metal. Keine Ahnung, das ist, glaube ich, hier sowas wie heißen sie denn? Santiano und so. Nee, das läuft nicht. Das läuft nicht. Es gibt Grenzen, die ich... Nee, ihr habt einmal, habt ihr dann ganz oben in der Chill-Out-Zone, habt ihr so karibische Meeresklänge mit ab und zu mal lustigen alten Piratenliedern, aber eher so ambientmäßig mit so ein paar Elektro-Zwischendingern, aber halt wirklich nicht... Musik, sondern eher so beruhigendes Geräusch, wenn man dann schon ein bisschen fertig ist. Und auf den anderen Ebenen sind irgendwelche anderen Musiken, die Piratenthemen basiert sind. Irgendwas halt, ne? Keine Kanonen-Dingsbums hier, das ist aber doof. Es gibt Kanonen, die du abschießen kannst. Da ist drin... Konfetti? Eigentlich müsstest du Konfetti sagen. Konfetti? Natürlich hast du Konfetti-Kanonen, die sind... Wenn du quasi die unterste Ebene, da sind eigentlich nur die Bars und Garderobe und so ein Scheiß und halt dieses Becken und noch so, naja, da Plätze, wo sich Leute treffen können, erstmal quatschen, bevor es halt oben laut wird. Und da kannst du quasi, wenn du die Treppe hochgehst, auf den Weg zum ersten Floor, kannst du mit Konfettikanonen auf die Leute runterschießen. Das heißt, alle, die unten stehen, halten zu 100% der Zeit ihre Gläser natürlich mit den Händen zu. Haben die keine Tonkrüge, also sprich Fake-Tonkrüge? Nicht für alle Getränke, für Wein oder sowas nicht. Ja! Wie? Stilbruch, Alter, Stilbruch. Boah, voll schlimm. Ich gehe da nicht mehr hin in den Club. Ich will mit dem Manager reden jetzt sofort. Kannst du gern aufsuchen, weißt du noch letztes Mal? Nee. Da kam der doch voll nervig rum und hat irgendwie Kundenbefragungen gemacht. Stimmt, ja. Da und das ist noch derselbe. Oh, das war mit Alisa. Hier ist Alisa schwanger geworden in dem Laden. Nicht direkt in dem Laden, aber an dem Abend. Ja. In dem Taxi. Nachdem sie im Laden war. Wir wissen nicht so genau wann und wo, aber zumindest waren wir mit ihr hier. Das wird der Spielleiter uns auch wahrscheinlich nie verraten, weil er das selber nicht weiß. Passt nur, dass ihr nicht schwanger werdet. Irgendjemanden trifft's immer in dem Club. Wie soll denn Billy schwanger werden? Und wenn ich Uteri versetze statt Berge, das klappt. Ja, ich bekomme keine Mills mehr reingesetzt, aber ich bekomme einen Uterus. Das wäre gut. Uterrüssel dann. Fährst du quasi zweigleisig. Wollte schon sagen, du hast ja jetzt Platz. Und einen Zwerg presse ich dir auch noch raus da. Warum haben sie denn so eine Beule am Rücken? Ich bin geil. Nee, ich hab Hämorrhoiden, weißt du? Am Rücken. Hier, ich hab Rücken. Ach ja, es gibt Hinterzimmer. Kostenpunkt 30 Yen pro Stunde. Es gibt Hinterzimmer? Für 30 Yen? Kann nichts sein. Was geht denn da? Haben die wahrscheinlich Mikrofone? Nein. Wieso sollten sie? Weil es so billig ist für keine Mikrofone. Meinst du? Hörst du mal jetzt auf, in den hohen Oktaven mit uns zu reden? Wieso darfst du das und ich nicht?
Weil du die ganze Zeit rumheulst, dass du heiser bist. Das ist allerdings absolut korrekt. Also, es gibt Hinterzimmer zum lächerlichen Preis von 30 Millionen, quasi ein Freundschaftspreis. Ihr findet das nicht so angebracht, das ist okay. Nö, nee, ich glaube auch, dass wir da nicht hinwollen. Gut, ja, ihr verzieht euch vermutlich ganz nach oben zu den Meeresklängen, weil man sich da unterhalten kann. Und da trotzdem genug Stimmengewirr ist, dass die Wahrscheinlichkeit, irgendwie bedingst zu werden, relativ gering ist. Haben sie auch Wahlgesänge und Delfinkeckern? Keckern? Seltener, aber kommt vor. Sehr gut. Und natürlich die Robbenjagd. Nein. Ach, und ich gehe davon aus, dass das Jojo irgendwie... Schnuckeln. Ich gehe davon aus, dass Jojo ihren White Noise Generator mit reingebracht hat, ne? Wenn sie das kann, ja. Stimmt, nee, wird vermutlich nicht möglich gewesen sein. Ich gehe nicht davon aus, dass sie das getan hat. Ich gehe nicht davon aus, dass sie den da reingekriegt hat, deswegen, wenn ich so genau filzen. Die Fertigkeit nicht so besonders hoch, ne? 2 oder so. Also, deswegen hast du gesehen, dass du das gar nicht probieren brauchst. Ja. Nee, auf 3 sogar, aber trotzdem. Ich verkack den Wurf sowieso wieder, ich habe ihn nicht mitgenommen. Ja, das sind ja auch Berufsgrabscher, weißt du? Geil. Das habe ich gehofft. Sehr gut. Bisschen höher, bisschen... Oh, ja. Da, ja. Oh mein Gott, das ist ein Kerl. Wer? Na, bisschen höher, da und so. Egal. Du. Ich habe vielleicht die Brüste gemeint, Mann. Ach so, das wusste ich nicht. Ist auch... Weißt du, ist noch mehr Mann dran als der Penis, als erogene Zone. Das weißt du nur noch nicht, weil du so jung bist. Jetzt bin ich wieder zickig, gell? Tut mir leid. Am Mann sind erogene Zonen? Ja, der ganze Körper. Brauchst keine erogene Zone. Der ganze Schwellkörper, genau. Ach, der auch, ja. Nur der eine? Das ist auch ein bisschen blöd dann. Wie, bei dir schwellt nur eine Sache? Bei ihm ja. Wenn überhaupt durch. Der Hals. Ja, genau. Die Ader an der Stirn. Die können wir so weitermachen. Nö, ist Also, sie kommt, ihr geht ganz hoch, sie kommt mit Cherry Coke und Kirschsaft und natürlich Kirschsaft. Du Kirsche hier. Lecker. So wollte ich sie begrüßen, verdammt nochmal. Kirsche? Gut. Sagte sie doch, solltest du nicht mehr machen. Richtig. Was sie fordert, ist doch heraus. Ja, aber wir sprechen uns ja nur noch mit unseren Namen an hier. Jojo und Vicky und... Darf ich sie mit Cherry Lady ansprechen? Boah, Alter, also das ist jetzt Höchststrafe, ganz ehrlich. Also, nee. Danke. Oh Mann. Alter. Jetzt also wird mir ganz anders. Da brechen die Bohlen. Mensch, Thomas. Ach, schön. So, nee, sie kommen mit Getränken. Pflanzt sich hin. Dankeschön. So. Bestes Danke. Sie guckt sich kurz um. Das passt offenbar alles. Sie beugt sich dann ein bisschen vor. Alles klar bei euch? Ja. Ich muss gleich, das muss gleich am Anfang, weil das wichtig ist, dass wir sowas immer direkt machen. Ich habe merkwürdige... ich habe Sachen gehört, Jojo. Ja? Was für Sachen? Ich habe Sachen gehört. Pass auf, dir scheint das ja irgendwie am Herzen zu liegen. Also sag mir bitte, also soll ich dir was auch sagen, los was? Ist. Ja, Sachen, dann sag mir bitte, was Sachen, los ist und was dich Sachen nervt. Karl Combat Mage Sachen, das nervt mich nicht, ich muss es nur wissen. Hä? Was heißt denn das jetzt? Ja, irgendwie, ja. Okay. Aber irgendwie auch nicht, also wenn du verstehst. Tust du nicht, okay, nee, du siehst nicht so aus. Nee, nicht so wirklich. Ich habe einfach nur sehr, sehr merkwürdige Sachen gehört, die so abstrus klangen, dass ich mir dachte, ich... Ja, mach im Mund auf, was hast du gehört. Komische Energie-Dinger, die neben dir aufploppen und irgendwie... Leichen vor dich hinschmeißen und die dann ausweiden oder sowas. Hä? Alter? Das habe ich gehört. Ja, nee, pass auf, irgendwie läuft da so ein bisschen was, aber ich habe keine Ahnung, was genau, und ich habe zwar eine Ahnung, dass es vermutlich wirklich irgendwie sowas mit Dinges hier zu tun hat, aber so richtig, es ist noch ziemlich frisch. Aber es ist irgendwie schon sicher. Was heißt sicher? Na, dass du quasi irgendwie erwachst, sowas. Ja. Okay. Aber nicht Anwendungsverrat oder was weiß ich. Richtig, nicht anwendungssicher. Hast du noch nicht mit deinen Ahnengeistern gequatscht? Nee. Okay.
Naja, wenn du irgendwie das Gefühl hast, dass du dich gerade irgendwie in irgendeinem Moment nicht so krass unter Kontrolle hast oder sonst irgendwas, musst du es sofort sagen. Ist ja klar. Ja, meistens passiert das alles so schnell und ich habe dann so wenig Einfluss darauf, dass es dann schneller geht, als dass ich den Mund aufmachen kann. Also insofern, aber wenn du es hinkriegst, sag sofort. Das ist alles. Ja. Ich meine, das kann mir unter Umständen auch so gehen, deswegen. Hä? Was kann dir so gehen? Na, Krämpfe. Quasi, da kann ich, es ist Ewigkeiten nicht mehr. Ich habe ja auch, wie gesagt, Zeug, das es unterdrückt. Aber es kann halt sein, dass was ist. Deswegen fahre ich ja auch nicht mehr ohne Rick. Okay. Genau. Okay. Aber was ist dran an Geisterwesen und Ausweiden? An Ausweiden ist gar nichts dran. An Geisterwesen ist was dran. Was denn? Aber, hä? Was denn? Wieso ist das so wichtig für dich? Wenn irgendwas ist, dass ich es einschätzen kann. Ich meine, es gibt auch, der Fall wird zu 99% nicht eintreten, aber es gibt ja auch zum Beispiel Wachgeister oder irgendwelche anderen Shit. Es gab einen Zwischenfall von irgendeinem verseuchten Ding, das irgendwo aus dem Leichenwald sogar mal hochkam und irgendwie von mehreren Einsatztrupps zerlegt werden musste. Deswegen muss ich das ja einschätzen sowas können, ist wenn das passiert. Nicht. Okay. Nee, sowas ist das nicht. Es hat mir noch nie was getan und es war zwischendurch mal da, aber es ist nichts, was uns irgendwie direkt gefährden würde. Wie sieht's aus? Hm? Wie sieht das Ding aus? Es hat ungefähr meine Größe und auch ungefähr meine Statur. Und besteht aus Schneekristallen? Nee. Winden. Nee, ich habe keine Ahnung, woraus es besteht. Ja, aber wie sieht's denn aus? Also, ne? Nein. So groß wie du und deine Gestalt, okay. Aber. Ja, ungefähr so groß wie. Ja, es ist humanoid im weitesten Sinne. Sieht ein bisschen scary aus, aber es ist okay. Okay, und das kann jeder sehen. Ja. Okay. Aber bisher ist es eigentlich immer nur. Na, egal. Nee, das ist bisher ist es immer nur dann aufgetaucht, wenn ich jemanden umgelegt habe. Also insofern sollte das jetzt eigentlich nicht passieren. Sehr gut. Sehr gut. Ausgezeichnet. Alles klar. Gut. Ich habe mich um den Zufahrtsweg gekümmert. Ein paar Leute kennen mich ja noch. Das heißt, dass ihr hinten in meiner Karre seid und quasi nicht zu sehen, weil also ich habe einen Van mit quasi einem Ladedings hinten drin. Und ein Kumpel von mir wird uns quasi reinfahren. Wir haben da überhaupt keinen Stress. Vielleicht werde ich mit hinten drin sein, vielleicht auch nicht. Und damit sind wir quasi, ist das Auto genehmigt in dem ganzen Bereich. Das ist also nicht das Problem. Das heißt, ich kann mich dann irgendwo hinstellen und solange man mich nicht sieht, Fenster sind natürlich verspiegelt, ist das alles nicht das Ding, kann ich da stehen bleiben. Und ihr könnt irgendwas machen. Okay. Plan war, dass wir da irgendwie zumindest jetzt am Anfang, um uns das Ganze mal anzugucken, wie das mit rein ist, wissen wir jetzt noch nicht ganz so genau, aber müssen wir nochmal gucken. Aber da jetzt erstmal mit Wartungsarbeiten etc. pp. Rummachen, weil ich mich doch zumindest ein bisschen auskenne und mir dann wenigstens den ganzen Blödsinn da mal angucken kann. Und wir so die Gelegenheit haben, da auch an verschiedenen Stellen irgendwie was zu machen. Gut, also ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber 80% des Gebiets dort unten wird infrastrukturmäßig von Rabutnik gemacht. Na dann. Und ich meine, deren Bauarbeiterkleidung ist ja nicht so schwer nachzuahmen. Vielleicht kriege ich da irgendwas ran. Muss ich gucken, müssen wir uns dann abstimmen, was billiger ist. Vielleicht hat kann ich auch selber was machen. Achso. Ich kann nähen. Cool. Also jetzt irgendwelche Firmenlogos fälschen oder sowas, kann ich glaube ich nicht so gut, aber. Naja, die Farben müssen stimmen und von weitem ungefähr das Logo. Niemand wird dir direkt vor dich kommen, ne? Hm. Also höchstwahrscheinlich. Ich weiß jetzt halt nicht, was mit RFID-Tags ist oder sowas. Das kriege ich nicht hin, aber. Naja, die können von Rabutnik und von der Polizei abgefragt werden, eigentlich. Hm. Also, wenn die nicht kommen, geht das alles noch und die fallen zum Teil aus. Gerade wenn die Uniform ewig in. Also ich hatte es halt dauernd, dass das Ding ständig kaputt war. Das war ziemlich nervig, weil ich in die meisten Türen nicht mehr reinkonnte, weil die dann halt mit den RFIDs kommuniziert haben. Und wenn die einfach lange im Einsatz sind, gehen die kaputt. Okay. Das heißt, ich mache die Dinge auf alt. Das wäre gut. Und wenn die Bullen kommen, hast du eh das Problem, dass du keine Rabutniks hin hast. Mhm. Wobei die auch nicht standardmäßig abgefragt werden wird, glaube ich, wenn ihr aussieht, als wärt ihr dann normal am Werkeln.
Und du hast gesagt, du kennst dich aus, also könnte das klar gehen. Hm. Okay. Gut, was fällt mir jetzt gerade noch ein? Wir haben dank Billy Daten aus dem Lagerhaus, aus der Datenbank. Das heißt, wir wissen jetzt, wer da arbeitet und haben auch so ein paar Infos zu den Mitarbeitern. Aus der Datenbank? Und zeig doch mal her. Flup. Gut, das heißt... Flup war jetzt geschert. Na klar. Jo. Das heißt, ihr wisst auch schon, wo irgendwas ist. Das ist ja, ja perfekt. Da müsst ihr nicht rumsuchen. Markierung der Kisten ist damit auch klar. Du hast gesagt, du kriegst Nachtschlösser auf, ne? Na, wenn sie nicht zu ewig gut sind, kriegst du auf. Kann ich mir nicht vorstellen. So. Zum Teil wird das in großen Kisten sein. Die kriegt ihr vermutlich nicht runtergehoben. Schweißgerät und rausholen. Ach, das hatten wir, glaube ich, sogar schon, ne? Ja. Nö, aber das ist nicht so schlimm. Das ist sehr gut. Die werden da drin vermutlich irgendeine Drohne haben, weil wenn mal so ein Troll ausfällt oder sowas, müssen die ja trotzdem noch an den Kram rankommen. Das heißt, die Höhe könntet ihr vielleicht mit so einer Drohne sogar noch überwinden, wenn irgendwas zu weit oben ist. Gibt's da keine Leitern? Ich vermute nicht. Aber das muss doch da geben, wenn spätestens wenn da mal irgendwelche Sensorik ausfällt oder so und der Troll da nicht rankommt oder irgendwas anderes. Das stimmt. Und ansonsten kann man doch bestimmt auch mal auf so einem scheiß Regal hochklettern. Bestimmt, keine Ahnung. Könnt ihr? Ja, es ist ein Regal. Ich bin jetzt nicht so unbedingt der Kletteraffe, aber es ist ein Regal. Bist du nicht. Es ist ein Regal. Wenn alle Stricke reißen, meine ich. Ja, aber ich will, dass da so wenig Stricke wie möglich reißen. Ja, wenn alle Stricke reißen, setz mich auf deine Schultern, dann wirst du mich ja wohl noch hochkriegen, oder? Oh Gott. Das probieren wir doch gleich mal aus. Ob ich dich auf die Schultern nehmen kann. Dann gehst du nicht ganz runter in die Knie, aber warte mal. Jojo klettert jetzt auf Billys Schultern. Jojo steigt Billy. Endlich. Ja, bitte mal das mal. Ich mal das auf jeden Fall. Go-Sketch. Ja. Gerade mal eben schnell gemacht. Hier, fertig. Billy müsste sie eigentlich hochkriegen. Also auf die Schultern? Klar, überhaupt kein Problem. Echt? Ja, ich meine... Ich habe auch schon Leute, die deutlich schwerer sind als ich hochgekriegt und Jojo ist deutlich leichter als du. Du gehst in die Knie, sie hüpft auf deine Schultern oder setzt sich auf deine Schultern und du kommst nach oben schön aus den Beinen heben, nicht aus dem Rücken und dann geht das. Siehst du, und schon sind wir relativ hoch. Und es sieht dazu noch sehr putzig aus. Putzelig. Siehst du? Okay, dann haben wir das ja auch verbucht. Mein Drohne ist natürlich eleganter, aber wenn es gar nicht geht. Ja, je nachdem. Ich meine, wenn du in die Datenbank reinkommst, dann könnte es ja sein. Aber natürlich kannst du dich nicht drauf verlassen, hast du recht. Wie Datenbank reinkommst, drauf verlassen kannst du dich nicht, verstehe ich es nicht, was du meinst. In so eine Datenbank, glaube ich, ist nicht so einfach. Und so eine Drohne ist dagegen vermutlich schon ein bisschen einfacher. Denke ich mir. Na, ich habe ja immer noch das Passwort für die Datenbank, also so... Outgeben, du hast das, aber nur das Passwort von dem Typen, der nur Rechte hat, von wegen Bestellung aufgeben und nachgucken, was im Lager ist, ne? Du kannst dich einloggen und kannst dir dann Rechte dort erhacken, ja. Also wenn du das sagst, dann gut, dann will ich da mal jetzt nicht gegen halten. Doch, das hatte ich so gesagt. Du kannst dich auf jeden Fall einloggen als der Typ und du kannst dann dir Rechte erhacken oder kannst der Drohne hier Befehl vortäuschen oder sowas. Also ich will es jetzt nicht beschwören, ich möchte mich auch auf keine Diskussion einlassen, wenn du das so sagst, ist das so. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass du gesagt hast, das ist wohl ein Lagermitarbeiter, dessen Passwort ich da bekommen habe. Achso, hast du die Nachricht. Die ist aber, da weißt du nicht, ob die für was die genau ist. Du meinst mit Lazarev, das dritte Mal in diesem Monat muss ich in den Coaching, bla 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 bla. Da ist nicht klar, wofür das ist. Okay. Gut, dann nehme ich ja, wie gesagt, keine Diskussion. Ne? Jetzt Schulter. Brrr. Gedenk. So, ja, wunderbar. Haben wir das auch wieder geregelt heute. Den Gay-Content gesaved. Auf jeden Fall. Okay. Gut. Wie gesagt, Kisten aufmachen. Ich nehme ein kleines Schweißgerät mit und dann müsste das gehen. Wie wir das da mit den Mitarbeitern machen oder ob die da Kameras im Gebäude haben, weiß ich nicht. Outgame wisst ihr? Nein. Keine Kameras um sich. Also die Drohnen haben Kameras, um sich umzuholen. Ja. In dem Gebäude ist nichts. Easy. Gut, da müssen wir nur noch gucken, was wir mit den Mitarbeitern da machen. Ich korrigiere, in dem Lagerhaus ist nichts, in der Produktion schon. Aber da wollt ihr ja vermutlich nicht rein. Nö. Richtig. Mitarbeiter. Dann
Genau, wenn wir da sowieso unten im Kanal bei den Leitungen sind, dann würde ich mir die Dinge auch nochmal angucken, je nachdem, wie nah wir an diesen Konzern rankommen oder an dieses Lagerhaus rankommen. Vielleicht sogar den Zugang finden oder das, wo deren Stromversorgung langläuft und da eigentlich nur so ein Notfallding, falls mal alles schief geht, dass wir dann Strom kappen können, damit also wir rauskommen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die irgendwie sowas wie ein Notstromaggregat haben, weil die keine so wichtige Produktion haben und keine Kühlkette oder sowas aufrechterhalten müssen. Die lagern Elektronik. Deswegen ja. Also deswegen glaube ich sogar, dass es was bringt. Und selbst wenn, hätten wir zumindest die ersten paar Minuten Verwirrungszeit gehabt fürs Notstromaggregat. Und das Notstromaggregat versorgt, wenn überhaupt, auch meistens so die wichtigsten Dinge, die nicht ausfallen dürfen. Haben wir Taschenlampen? Taschenlampen sind ja nicht das Problem. Ich sag's nur. Nee, klar. Ja. Also ich kann euch so große Handstrahler, habe ich noch einen da. Maglites. Genau. Ach so, was aber sein kann, dass sie einen Stromkreis doch haben, ein kleines Aggregat, und zwar für die große Lagerhaustür, wenn nämlich der Strom ausfällt, dass dann das Max-Schloss genug Energie hat, um die Tür zuzuhalten. Das weiß ich aber nicht. Aber ich nehme an, wenn du bei den Leitungen bist, könntest du da Indiz entdecken, wenn du dich auskennst. Ja, ich muss mal sehen. Außerdem ist die Frage, Moment, haben die nur diesen einen Eingang oder haben die zwei? In das Lagerhaus. Meistens haben die noch irgendeinen Notausgang, einen kleinen Seitenausgang oder sowas. Hey, warum habe ich den nicht eingezeichnet? Sekunde. Könnt ihr mir sagen, warum ich den nicht eingezeichnet habe? Und das ist dann meistens irgendwie gerade für solche Notfälle so eine Tür, die man vielleicht sogar nur von innen aufbekommt oder sogar von beiden Seiten, weiß ich nicht, aber... Von beiden Seiten. Da, rechts oben. Seht ihr, ne? Ja. Gut. Schee. Ja, also wie gesagt, wenn alle Stricke reißen, vielleicht dann wenigstens... Ne? Durch den Zaun kommt man, glaube ich, relativ easy. Wir müssen ja theoretisch nicht mehr drüber klettern. Vielleicht können wir noch aufschneiden. Müssen wir mal sehen, was schneller geht oder was schlechter auffällt. Also müssen wir uns morgen mal angucken, aber oder die Tage mal angucken. Aber das Licht sieht ziemlich krass aus. Also vermutlich hell. Wird es sehr hell und eine sehr große Fläche abdecken. Und das ist ja nur blöd. Natürlich, aber nicht bei der Seiteneingangstür, da kommt das ja nicht hin. Das ist richtig. Also vermute ich, je nachdem, wie hoch die Strahler sind. Ja, und wenn, dann ist es da auf jeden Fall, haben wir da noch den Vorteil, weil das Licht ja von hinter dem Gebäude kommt, das heißt, das Gebäude wirft auf jeden Fall einen Schatten. Und den Vorteil haben wir dann auf jeden Fall. Gerade wenn es überall so hell ist, dann ist es für die Leute viel schwieriger, dann in den Schatten zu gucken. Ja. Trolle, denkt dran, wenn das Licht aus ist, dass Trolle euch vermutlich sehr gut sehen können. Thermal haben die doch, oder? Also zumindest deutlich besser als für als ich. Mist, wir haben Signatur, ne? Shit. Natürlich. Können uns als Schneeanzug anziehen. Outgame, ihr könnt euch einfach ein paar Eiswürfel in den Ausschnitt legen. Hat doch Billy immer dabei, habe ich doch auch schon gesagt. Immer ich habe immer Eiswürfel dabei. Sehr gut. Die geht nie ohne Eiswürfel aus dem Haus. Richtig so. Irgendwann bastle ich mir mal so einen Anzug, wo ich einfach so kleine Heiz- oder Kühlflüssigkeitsdinger mit einwebe oder mit einbastle. Outgame, du meinst die Modifikation Wärmedämpfung? Ja, nicht nur, aber einfach, dass ich den einfach sagen kann, ich will den auf eine ganz bestimmte Temperatur drehen. Weißt du, wie so eine Heizdecke. Das klingt nach einem Vorhaben auf jeden Fall. Na, wie so eine Heizdecke. Im Sommer kühl und im Winter warm. Genau. Bei Billy ist das super. Pelz an, Pelz aus. Ne? Nur noch Pelz aus jetzt. Was sind denn diese Kreise nochmal, was du gesagt hattest? Kameras. Ah, ja. Alles andere sind, also die Rechtecke sind alles Schlösser verschiedener Naturells und das Zahnrad-ähnliche Ding ist ein Transponderschloss. Also kein Max-Schloss. Schwerer zu knacken auf gut Russisch. Naja, Max-Schlösser sind ja eigentlich so das Ding. Transponderschloss ist das, mit dem du musst den elektrischen Dings schließen und dann das Schloss mit Dietrichen knacken. Aber das ist, wie gesagt, Kantine, Klo und Umkleide. Wir hatten die Topic ja schon mal, als wir auf dem Dach waren. Richtig. Transponderschloss. Okay, habt ihr bei den ganzen Leuten wisst ihr schon, wann ihr gucken gehen wollt? Denn
vermutlich müsste ja irgendwann zu dem Wochentag rein, wo euch auch umgeguckt haben, weil die Leute sich ja vermutlich ganz anders verhalten. Wir haben Samstag rum. Das heißt, wir haben jetzt Sonntag eigentlich schon fast. Das heißt, Sonntag will ich nicht rein. Montag, Dienstag und Mittwoch haben wir eigentlich schon mehr oder weniger ausgeschlossen, weil uns da die Leute, deren Profil nicht passt, sagen wir es mal so. Und dann wäre Donnerstag angesagt. Wobei für Mittwoch interessant wäre, wie die Leute aussehen, wenn sie da rauskommen. Ich meine, Longhaul, gut oder schlecht im Sinne von, die werden schon ziemlich fertig. Eigentlich ist es am sinnvollsten, am letzten Arbeitstag da reinzugehen, weil sie dann am unaufmerksamsten sind. Das war genau das, wo ich drauf abgezielt habe gerade, bevor du mich unterbrochen hast. Verzeihung. Naja. Ich mache zu viel Worte, ne? Outgames, muss ich mal kurz, Longhaul hält das 48 Stunden? Nee, warte mal, hält das 72? Hält das nicht 4 Tage sogar? Oh, ich guck das mal ganz kurz nach. Eigentlich 4 Tage, aber du kannst auch einfach sagen 3. Nee, es hält 4 Tage, das ist in Ordnung. Ja, das bringt denen noch nichts. Na doch. Naja, ich vermute mal... Sind die 4 Tage wach, sind die 4 Tage wach? Ich vermute mal, dass sie deswegen 3 Tage genommen haben, damit die nicht vollkommen unaufmerksam werden. Aber nach 3 Tagen durcharbeiten wird man an sich natürlich schon ziemlich fertig sein. Außerdem, die Langzeitwirkungen von Longhaul sind, glaube ich, krass. Wenn man das jede Woche schluckt, das kann nicht gesund sein. Auf gar keinen Fall. Die werden vermutlich sowieso Probleme haben und Konzentrationsstörungen haben und all solche Späßchen. Klar, gerade die schwere körperliche Arbeit von den Trollen und dann noch aufmerksam sein sollen. Trotzdem letzter Tag, ist trotzdem noch sinnvoll. Also Mittwoch. Wieso Mittwoch? Ich hab gesagt, der wird am letzten Tag, wo die auskommen, rein. Ja, nicht hin. Zum Gucken, meinst du? Habe ich das gerade verstanden, zumindest. Nee, wenn, dann sollten wir, also ich sag mal, dachtest ja eher Donnerstag, Freitag, Samstag. Wobei mir da eine tolle Fan da mit seinen Realitätsstörungen irgendwie, vielleicht ist das auch eine Nebenwirkung von Longhaul. Wer weiß, mit Schlafentzug zusammen, naja. Wirklich, aber der arbeitet dort 1,5 Jahre und die anderen deutlich länger. Also mancher. Vielleicht hat er sowieso, ist ja sowieso schon angeknackst oder so. Möglich. Wobei der natürlich auch ein potenzieller Kandidat ist, weil man mit dem bestimmt auch Schindluder betreiben kann. Oh nein, ich will doch nicht so böse sein. Okay, Entschuldigung. Kommt drauf an, was böse ist. Na, im Moment, also ich sag mal, die Angriffsfläche, die man vielleicht bei einem Mitarbeiter findet, der dann möglicherweise entweder rein, raus oder wie auch immer vielleicht mal die Augen zudrückt, irgendwas in der Art, die man da ansetzen kann, da gibt's einfach nicht so viele. Der eine Typ hat halt Schulden wie Sau. Das heißt Schulden wie Sau, aber er hat halt Schulden und der hat generell relativ viele Probleme. Das heißt, da kann man dann reindingsen. Das andere, was mir jetzt noch einfiel, die Frau, die arbeitet Donnerstag, Freitag, Samstag da. Also, die ist zwar generell, neigt sie dazu, offensichtlich, oder hat mal irgendwie irgendwas gemacht. Allerdings ist das 18 Jahre her. Das heißt, es kann sein, entweder, dass sie irgendwie was macht, was nicht mehr aufgefallen ist, aber das glaube ich nicht. Oder sie hat halt einfach einmal in ihrem Leben vielleicht aus irgendeinem Anlass Scheiße gebaut, hat halt jetzt die kriminelle Sinn und macht aber eigentlich nichts mehr, weil es einfach Zufall war, was halt durchaus mal sein kann. Ich kann mal gucken, ob ich vielleicht rausfinde, was sie genau gemacht hat vor 18 Jahren. Na, Vandalismus und Körperverletzung. Ja, aber in welchem Zusammenhang? Ich meine, Vandalismus und Körperverletzung. Stimmt, irgendein Ex-Freund oder sowas. Das kann sein, aber es kann ja auch was völlig anderes sein. Ja. Also es macht nicht so viel Mühe. Ja, okay. Nur wenn du es rauskriegen kannst, wäre gut. Na und ansonsten, morgen ist Sonntag. Morgen arbeitet der Typ mit den Schulden noch nicht, also wird der vielleicht zu Hause sein. Das heißt, da könnte man mal gucken. Bei dem, Moment, wo wohnte der? Donskoy. Also alles, wo nur Donskoy steht, heißt möglich hinzukommen. Easy. Okay. In dem Gebiet, wo er mit seinen 1000 und hinkommt halt, ne? Na, angucken kann man sich den halt zumindest mal, je nachdem, was er so macht. Vielleicht finden wir sogar raus, was der so treibt. Aber, ja, müssen wir mal sehen. Also ich guck mal nach den Gerichtssachen und... Ich guck, Moment, Donskoy, da kenne ich mich richtig gut aus. Haben wir irgendwas, um im Ghetto zu gucken, wenn ihr bei der gucken wollt noch irgendwann? Was heißt irgendwas, um im Ghetto zu gucken? Entweder jemanden von dort kennen oder sich mit jemandem verstehen, dass man da irgendwie in ihrer Nähe rumhängen kann oder sowas, weiß ich nicht genau. Definiere sich mit jemandem verstehen, bei dem man da rumhängen kann. Naja, hier steht genau, wo die wohnt. Das heißt, du meinst, ja, OT, kommst du da besser durch, wenn du mit einem Troll unterwegs bist? Oder einem Zwerg? Also, je höher sein Ansehen ist, umso besser ist es natürlich. Und allgemein schon, wenn du in Begleitung bist, auf jeden Fall kommst du da besser durch. Ogi. Ich wollte schon sagen, also das Fragen einmal, wobei Ogi... Ein Troll, der dort wohnt, ne? Ja, das ist es. Oder der dort gewohnt hat. Ja, dann... Ogi hat da nie gewohnt. Zappel hat da auch nie gewohnt. Was? Anatoli hat da auch nie gewohnt. Zappel hat da was nicht? Gewohnt. Zappel hat auch überall gewohnt. Du das? Stimmt, ich kann den mal fragen.
Hast aber von du dem weißt haben alle nie, Angst. Wo der aufgewachsen ist. Stimmt, aber ja, von dem haben alle Angst. Quatsch dich blöde, wenn du mit Zappel unterwegs bist, weißt du? Ich überleg gerade laut, ich könnte Zappel mal fragen. Nicht in Front of Wiki, oder? Also jetzt mal ohne Witz in ihr Weißsein würde ich das nicht ansprechen. Das jetzt. Ja, ich weiß, du magst ihn nicht, aber. Ich hab nichts gegen ihn. Ich hab bloß Bedenken. Ja. Und mit aber was? Mit du kennst Recht. Ihn sehr, sehr gut, nehme ich an. Oder du kennst ihn zumindest sehr viel besser als ich. Das heißt, du musst es wissen. Also bisher hatte ich nie Probleme mit ihm. Ich frage ihn vielleicht einfach mal. Okay. War letztens mit ihm unterwegs, also insofern müsste das eigentlich klar gehen. Hm. Dann könnten wir die Tage noch einigermaßen vielleicht ganz gut ausnutzen. Ich meine, es muss jetzt erst nicht Knall auf Fall sein, das sollte auch gar nicht sein. Aber ich meine, wenn wir morgen irgendwie bei dem einen gucken und im Laufe von Montag bis Mittwoch vielleicht nochmal irgendwas über die andere rauskriegen und dann Donnerstag dahin fahren, dann wäre das vielleicht ganz gut. Also ich weiß auch nicht, wie eilig ihr es habt. Braucht ihr es dringend? Nee, also ich sag mal, es wäre insofern unklug, da jetzt Ewigkeiten zu warten, als dass natürlich die Daten, die wir jetzt haben, sich darauf beziehen, die Plätze, wo was gelagert ist, wird sich nicht ändern. Die Sachen, womit wir Kohle verdienen, also womit wir wirklich mal Kohle machen können, die könnten allerdings in der Zeit weg sein. Die werden zwar Nachschub wahrscheinlich beordern, weil die eigentlich immer irgendwie die Sachen, das wird wahrscheinlich Standard sein, die immer auf Lager haben müssen oder dann auch direkt nachbestellen. Aber Nee, pass auf, ein Fehler. Die bestellen nichts nach. Die kriegen den Scheiß, der nicht funktioniert oder nicht ausreichend. Oder den Scheiß, der gut funktioniert, aber der halt ein bisschen älter ist und den jemand dann, oder wo sie mal tatsächlich Garantie drauf hatten, den jemand zurückgebracht hat und den Scheiß bauen sie um. Das bedeutet auch, zwei Riegerkontrollen der gleichen Produktreihe von denen müssen nicht zwingend gleich gut sein. Okay, gut, das bedeutet aber so viel wie, wenn wir zu lange warten, sind die Sachen vielleicht weg und wir können einfach mal einen Haufen Kohle in den Wind schießen. Naja, bei dem ganzen Kram, den ich hier sehe, der da gelagert ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es immer noch reicht. Klar, nicht zu lange warten, aber jetzt auch nicht gleich nicht so. Nein, um Gottes Willen. Also ich sag mal, wir können uns das jetzt erstmal alles angucken. Wenn wir irgendwie das Gefühl haben, das sieht alles ganz easy aus oder dass das passt, dann können wir uns ja überlegen, ob wir das dann machen, ob wir Samstag dann vielleicht schon durchziehen. Wenn wir das Gefühl haben, es passt nicht oder wir brauchen noch mehr Ansatzpunkte, wir brauchen noch mehr Zeit, machen wir es halt später. Ich meine, uns steht jetzt niemand im Nacken. Einiges von dem Kram kann ich auch noch anderweitig verwenden und umbauen und dann irgendwie verticken. Also so, oder was heißt, dann kriegt man es auf jeden Fall noch gut vertickt. Wenn bestimmte Dinge nicht da sind, dann können wir auch mehr von anderem Zeug nehmen, das vielleicht nicht ganz so viel bringt, womit ich aber auf jeden Fall noch was anfangen kann. Gut. Der Typ, an den wir es verticken, ich habe ihn jetzt erstmal auf 70% gehandelt, aber das ist dieses nervige, dieses fast asiatische Ding, wo man sich ewig auf einen Preis einhandelt und dann bringt man den Scheiß an und der versucht es nochmal runterzudrücken und man versucht es nochmal hochzudrücken und dann komme ich vielleicht bei 75% oder so raus vom Normalpreis. Ich weiß es nicht ganz genau, aber so ungefähr in der Dimension und bis 10, also 10.000 bezahlt er maximal. Wenn wir was übrig haben, können wir immer noch gucken. Ich sag mal so, wenn wir was übrig haben, dann können wir es zwischenlagern, theoretisch. Vor allen Dingen nimmt er alles. Das heißt, wir können den Scheiß verkaufen, den wir sonst vielleicht nicht so gut loskriegen. Ja, okay. Und von 10.000 hat sie gesagt 20%, ne? Ja. Und deine Karrenarsch ist die bitte auch. Zumindest anteilig. Mhm. Na, ich habe jetzt schon mal so ein bisschen durchgesucht und hier schon mal so ein paar Sachen zusammengesucht, was wir so brauchen könnten. Das sind jetzt hauptsächlich irgendwelche Teile für Modifikationen und solche Sachen. Aber auch deshalb, weil man an die wesentlich schwerer rankommt eigentlich. Das sind halt Sachen, die auch potenziell interessant sind, weil man für die eigentlich eine Lizenz braucht und so einen Scheiß. Das heißt, die kriegen wir vermutlich sogar besser vertickt. Outgame-Lizenz? Mhm. Na, der ganze R-Kram und der ganze Kram, die Audioverbesserungen, die Dinge. Die brauchst du keine Lizenz. Die haben eine sehr hohe Verfügbarkeit, ja. Die haben eine hohe Verfügbarkeit. Da kommt man sehr schwer ran, ja genau. Da war auch irgendwas, wo man schwer rankam und wo auch R und V war. Ja, beim Smart Link und bei den Störsendern. Nicht nur, da war noch irgendwas anderes. Na, ist egal. Überwachungstechnik, Lasermikrofone und so. Lasermikrofone tatsächlich. Lasermikrofon ist noch das Einzige, ja. Ja, es war auch restricted und so. Zumindest sind das alles Sachen, auf die man sehr lange warten muss und die relativ teuer sind, genau. Mhm. Ja. Ja, sehr gut. Gegebenenfalls, ich sag mal, gerade bei dem Kram,
Entweder wir haben halt den Platz, dann können wir uns da direkt noch ein paar Kameras mitnehmen, oder wir kaufen uns die Kameras hinterher einfach und bauen den Scheiß da ein und verticken es mit dem ganzen Kram zusammen. Bringt wahrscheinlich mehr Geld, und die Kameras so zu kaufen ist eigentlich kein Problem. Hm. Nur damit will ich mich nicht aufhalten, da erst noch hinzurennen. Und da kann es auch sein, dass, ich meine, Kameras, die sind dort in 50er Packs, wenn du da eins noch mitnehmen kannst, dann geht das ja auch. Ja, ja, klar, nur ich sag mal, ich möchte eigentlich erstmal mich auf die Dinger versteifen, die natürlich wirklich irgendwie was bringen, und der ganze Rest ist halt dann ein nettes Beiwerk irgendwie. Hm. Konfetti zu den Luftschlangen. Nein, eigentlich Luftschlangen zu den Konfetti. Konfetti ist wichtig. Willst du nochmal? Nee. Okay. Das mache ich gleich. Bist eigentlich du sicher, doch. Da ist nämlich so ein Typ, warte, der oberkörperfrei ist, und der ist schon ziemlich verschwitzt. Ich sag ja, eigentlich doch. Warte. Puff. Der Typ ist geteert und gefedert. Ah! Brauchen wir nur noch eine Bahnschiene, auf der wir ihn draufsetzen können. Ich glaube, Monorail ist ein bisschen gefährlich. Stimmt. Aber er soll ja auch drauf sitzen und durch die Gegend getragen werden, damit alle ihn auslachen können. Das ist doch Sinn und Zweck von Teeren und Federn. Ja, das ist richtig. Und nicht von einer sehr schnellen Monorail zu fallen, das ist nicht der Sinn. Richtig. Oder von ihr plattgewalzt zu werden. Ja. Ich habe gehört, das soll nicht so angenehm sein. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das sehr angenehm ist. Okay. Ich habe euch alle unterbrochen und wieder viel zu viel geredet. Ich hab's jetzt auch vergessen, aber ich glaube, es war nicht. Ich habe meinen Störsender im Auto nochmal ausgewechselt. Der ist jetzt ein bisschen, der ist jetzt ganz gut. Also der ist schon deutlich besser noch als vorher. Der war vorher auch nicht schlecht. Und wenn wir den ganzen Kram im Auto haben und wir fahren weg, ist das Erste, um das du dich kümmern musst, die Riegerkontrolle. Dass die wirklich sauber ist. Ja. Weil die Riegerkontrolle zum Teil den Störsender umgehen kann. Aber die sind doch eh aus. Das ist richtig, aber wenn der RFID sich meldet, ja. Die haben schon eine gute Antenne. Ich meine, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Der RFID? Der RFID-Sender hat doch nur eine ganz kleine Sendeleistung. Er verbindet sich mit der Matrix oder was richtig, auch immer? Richtig, mit der Matrix, und wenn da eine gute Antenne ist. Ich weiß nicht genau, ob die halb an. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich werde sehen. Ich werde auf jeden Fall, das Erste, was ich mache, ist die Dinger sauber, klar. Gut. Okay, dann haben wir das auch. Richtig. Ach, Foxy. Sie kramt in ihre Umhängetasche und gibt dir eine Atemschutzmaske. Oh, danke schön. Die ist mit diesem komischen Material da, das müsste sich anpassen. Mhm. Riecht bestimmt innen ein bisschen muffig, aber dagegen kann man nichts machen. Parfum. So ähnlich. Bitte? So ähnlich. Hast du reingekotzt? Nee, wenn man viel Schminke trägt, schwitzt man irgendwie so ein bisschen komisch in das Ding rein. Habe ich irgendwann festgestellt, tatsächlich. Trägst die falsche Schminke, Kind. Das ist gut möglich. Aber das Ding ist sehr alt, ich war sehr jung und noch geschminkter als jetzt und habe... Brauchte das Geld? Nee, das nicht, aber ich habe es auch auf der Arbeit für nötig befunden, mich da sehr stark zu schminken, obwohl das da nicht der Platz dafür war. Wie hast du das denn wieder runtergekriegt? Mit einem Meißel? Feuchttücher, Jojo. Was? Ja, Feuchttücher waren vollkommen ausreichend. Ausreichend hier, die Regel der ausreichenden Feuchttücher. Entschuldigung, habe ich jetzt was Falsches gesagt? Lass mich ein wenig eitel sein, ich bin ein Gockel. Eine Gockeline. Eine Gocklette. Natürlich darfst du eitel sein, das ist doch alles okay. Gut. Entschuldigung. Ich verzeihe dir. Ich wusste nicht, dass du so empfindlich bist. Auch ich darf manchmal ein wenig fraulich sein. Manchmal? Du bist nach Billy die weiblichste hier. Ja, hier. Ja, gut. Okay, ich verkneife mir in Zukunft meine Kommentare. Wieso denn? Das musst du nicht. Du musst dann nur kurz aushalten, dass ich fraulich bin. Das ist schon. Ach so, nee, das ist okay. Ich will nur nicht, dass du ernsthaft böse wirst und dann zickig. Ich weiß ja nicht, wie weit deine Fraulichkeit geht. Quatsch. Ich weiß ja, dass das auch, das war so eine Aktion, die, weiß ich nicht, Logistik, ich hatte mit ganz, ganz viel Drohnensteuerung zu tun. Das heißt, ich lag sehr viel Prozent meiner Arbeitszeit in einem Sessel, der meinen Rücken massiert hat, und war dafür geschminkt, dass ich allein in so einem Mini-Abteil saß. Manchmal musste ich raus und dann auch irgendwas reparieren, irgendwelchen Dingern, weil die sich verkeilt hatten oder was weiß ich, und war dann irgendwann auch ein bisschen Dreck beschmiert, wie es halt manchmal so ist, und hatte da einfach so viel Schminke drauf. Das war total sinnlos. Da gab's doch bestimmt einen hübschen brennenden Task, den du nachgehangen bist, oder? Nee, ich war jung. Ich fand es sehr wichtig, dass es ganz viele Brandon Tasks
gab, die mir hätten nachdingsen sollen. Mhm. War schon ein bisschen bitchy. Und jetzt legst du Wert auf viel wichtigere Sachen. Genau, innere Werte. Nämlich Kirschmarmelade. Kirsche. Richtig. Hatte nicht Jona noch ein echtes Glas Kirschmarmelade zu Hause? Ja. Hm. War das in-game? Nee, ich hab das nicht gesagt. Nee, hatte Jojo nee, ich nicht. Ich frag nur. Ich glaube, du kannst es durchaus gesehen haben. Hab ich, meinst du? Doch, du hast es gesehen. Hatten wir das nicht geschlachtet das letzte Mal, wo Billy ihren... Nee, wir haben es nicht geschlachtet. Ah, du hattest mir das angeboten, oder? Ja, aber richtig. Du wolltest nicht. Ich hab das in-game gesagt dann. Wenn du mir das angeboten hattest und ich das nicht wollte, dann habe ich das in-game gesagt. Du hast sie nicht gekostet, habe ich das gerade richtig verstanden? Mhm. Das musst du machen. Mhm. Doch, unbedingt. Ich bin ein Brombeer-Fan. Ein Brombeer-Fan? Mhm. Wir können keine Freundinnen werden. Brombeeren sind haarig. Nee. Natürlich. Oh, okay, ich lasse euch jetzt mal bei Gesprächen, mit denen ich mich auskenne, bei denen ich mich nicht auskenne, ich hüpfe nochmal kurz runter, bis gleich. Okay. Brombeeren sind trotzdem haarig und sie sind ganz, ganz, sie haben eine komische Farbe. Grün. Ja, nee. Und sie wachsen auf dem Boden, das ist ordinär. Ordinär, uhu. Ja. Kirschen wachsen weit oben, das ist nicht ordinär. Kommt auf die Größe vom Baum an. Aber wenn du ein Brombeer-Fan bist, vielleicht kann ich irgendwann mal Brombeermarmelade kochen. Ich kann gar nichts kochen. Es gab mal irgendwie einen Kochwettbewerb, der nur dazu, also im Playground, der nur dazu gedient hat, mich bloßzustellen, wie ich nachher erfahren musste. Sie meinten, ich würde kochen wie jemand, der noch nie in seinem Leben gegessen hat, aber ich kann Marmelade kochen. Also echt, aber versteht sich. Aber keinem schmeckt's. Die Marmelade schmeckt eigentlich allen immer ganz gut, nur alles andere ist halt, meinen sie, ein bisschen nicht so lecker. Aber ich meine, woher soll man das auch lernen? Von Großmutter. Nee, die hat auch schon nicht mehr gekocht. Wir hatten eigentlich immer nur dieses Säuzeug oder halt diesen, wenn mal echtes Essen, diesen Anlieferungsservice, wo aber halt schon alles zubereitet und warm war. Mhm. Von daher, kochen habe ich nie gelernt. Ja, über die Pläne jetzt weiter müsst ihr euch beide denn auslassen, denn ich kenne mich damit gar nicht so gut aus eigentlich. Das wollte ich nochmal gesagt haben zu dir, Vicky, bis Jojo wieder da ist. Sagen wir es mal so, wenn dir was einfällt, haust es rein. Gibt ja, ne? Und Pläne, du hast den Host irgendwie oder den Knoten da gedingst, von daher. Und ansonsten, was vielleicht noch ganz günstig wäre, ist, dass du dir das wenig Damenhafte von Jojo, bevor ihr dahin fahren und ihr die Bauarbeiter mimt, das nochmal ein bisschen abguckst, dass es aussieht, als wärt ihr, ne? Kanalleute. Glaubwürdig. Ja. Verstehe. Denn wenn es einigermaßen so aussieht, kommt meistens keiner gucken. Nee, weil wir sowieso als Kanalarbeiter da reingehen, habe ich sowieso schon an die Trolltoilette gedacht, ob wir nicht darüber reingehen, über die Kanalisation. Bin ich nicht sicher, ob das geht. Also. Inwiefern? Na, das ist nicht ein bisschen, ich weiß nicht, ob das zu eng ist, ich habe keine Ahnung von sowas, aber ich kann es mir vorstellen. Komme ich an die aber Pläne über die Stadtverwaltung ran? Nee. Also du müsstest halt irgendwo Stadtverwaltung da in den Host rein, ne? Mhm. Und obwohl, ja, Stadtverwaltung und Rabotnik wird wohl die Pläne haben. Also ich meine, wenn ihr unten seid, die Kanäle werden sicherlich irgendwie, vielleicht irgendwo werden da auch die dicken Stromleitungen und vielleicht sogar ein paar alte Matrix-Verbindungsleitungen rumliegen. Und vielleicht gibt's noch irgendwelche anderen Wasserzu- oder Ableitungen von dem ganzen Gelände, aber die Toilette weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie eine dicke Wasserzuleitung haben, weil sie müssen ja auch Feuerlöschanlagen und sowas haben. Obwohl Wasser werden sie wohl nicht benutzen. Aber eine Kanaldeckel werden... Ja, Wasser im Elektrobetrieb ist schlecht. Genau. Das weiß sogar ich. Aber ein Kanaldeckel wird es doch trotzdem da geben. Ein Kanaldeckel, du meinst auf dem Gelände prinzipiell? Mhm. Das bestimmt. Das muss eigentlich schon. Irgendwo muss das Wasser ja abfließen, wenn es mal wieder richtig anfängt zu regnen. Mhm. Oder auch im Schneetauen im Bereich. Da muss es eine Rille geben. Und da oder irgendein Deckel, das passt. Der ist und es kann sogar sein, dass sie auch innen irgendwas haben. Ich weiß nämlich nicht genau, was früher mal in der Lagerhalle war. Aber das müsst ihr dann gucken. Ja, das kommt mir doch garantiert noch irgendwie raus. Wenn ihr einmal unten seid, denke ich, habt ihr vielleicht Zeit und Möglichkeit, da zu gucken. Darunter geht ihr aber am besten mit scharfer Munition. Wegen größeren Tieren, meinst du? Ja, schon ein Schwarm Teufelsratten, wenn die ausgehungert sind und wenn die richtig Bock haben, die greifen zum Teil Metamenschen an, wenn die im Rudel sind.
Wenn die irgendwie Schwäche bemerken oder irgendwas, gehen die drauf los. Kommen wir mit scharfen Waffen überhaupt rein ins Gebiet? Durch den Kumpel schon. Und wir kommen da mehrfach rein, das heißt, wir können einmal rein und nochmal rein. Das weiß ich nicht. Also ich habe ihn jetzt erstmal für einen ganzen Tag angehauen. Rein und rausbringen. Ob das nochmal geht, müsste ich da mit ihm absprechen, da weiß ich nicht. Da will er vielleicht Geld, das muss ich noch sehen, wie viel das dann wäre. Ja, das wird man mit Jojo bequatschen, wenn sie wieder da ist, vielleicht. Sie kommt nach ein paar Minuten auch wieder hoch. Du wirst zwischendurch einfach von ihr angepinkt, dass du dich wieder hermachen sollst und nicht den gefederten Typen irgendwie jetzt abschleppen sollst. Was? Hatte sie nicht vor? Und Billy wird nicht da intervenieren, wenn Jojo irgendwelche Typen abschleppt. Nee, die wird das befeuern. Richtig. Komm, die willst du doch. Guck dir die mal an. Das ist eins. Ach, Ware. Mach mal den Mund auf, Jojo. Hier, guck mal, alle Zähne frisch geputzt. Sehr gut. Jetzt umdrehen hier. Klaps auf dem Hintern. Das läuft. Die braucht das. Die will das. Die muss rauf, das. Hufschmied war neulich da. Passt. Ach, und sie ist geduscht, geimpft, entwurmt. Was will man mehr? Entwurmt? Echt? Ja, Respekt. So, Jojo kommt wieder. Ja. Jetzt habe ich vergessen, was sie gerade überhaupt von ihr wollte. Ach, genau. Ich weiß nicht. Foxy meinte gerade, ihr wollt da vielleicht mehrmals rein, das kann ich noch nicht versprechen. Also ich habe jetzt einen Tag ausgemacht mit dem Typen. Reicht doch erstmal. Okay, wenn nicht, naja, 3-4 Tage vorher muss ich es halt wissen und dann kann es sein, dass wir ein bisschen was bezahlen müssen, aber das wird nicht unendlich viel sein. Du wirst vermutlich nicht verraten, wer das ist, oder? Wenn nicht, ist okay. Sagen wir erstmal noch nicht. Okay. Also ich werde ihn fragen und entweder er kommt dann selbst zu euch hin rein und stellt sich vor oder nicht. Das kann ja auch sein. Okay. Ja, wollen wir da mehrfach rein zum Aussondieren? Also sprich, was weiß ich, zweimal rein oder nur einmal rein? Hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir halt einmal reingehen, um uns den ganzen Quatsch mal anzugucken und dann halt einmal nochmal reingehen, um es wirklich irgendwie durchzuziehen. Ja, dann habe ich dich richtig verstanden. Dann gehen wir zweimal quasi. Also so, um das durchzuziehen, ja, das ist ja klar. Aber um das durchzuziehen, nehmen wir eine andere Route und da fahre ich halt alleine. Aha. Also da fahren wir so, dass wir gar nicht erst registriert werden von den Bullen. Ja. Das meint ihr, ja klar, aber zum Aussondieren hatte ich jetzt nur einmal geplant. Ja, okay. Gut, das meintest du, alles klar. Komm mal doch zusammen hier. Gut. Weil das muss nicht sein, dass wir da irgendwo, das wäre total scheiße, wenn ich da meinen Kumpel noch mit reinziehen würde, wenn wir irgendwo einbrechen. Jo. Gut. Das wo war, ne? Also, mach ich ja schon, aber, ne? Und wenn wir nochmal aussondieren wollten, müssten wir uns was anderes überlegen, weil zweimal zufällig Kanalarbeiten, naja. Es wirft Fragen auf, gerade wenn ihr den Verkehr aufhaltet, was ihr irgendwie vermeiden müsst. Ja, Kanaldeckel auf, runtergesprungen, Kanaldeckel zu. Nee, ihr müsst ja schon Pylonen anbringen, sonst sieht das ja nicht echt aus. Ja, und ich muss noch Flatterband besorgen. Genau. Aber ich meine, es gibt ja Straßen, die Hauptstraße, die nimmt man halt nicht, sondern irgendeine Nebenstraße, das passt ja dann. Da gibt's ja Abzweigungen. Und dann so, dass die Leute drumherum fahren können. Ja. Also, Jojo muss Anzüge basteln. Das ist ein ganz schön scharfes Programm. Schafft ihr das alles? Sonst irgendwo kann ich noch aushelfen. Na, teilweise bei dem Typen irgendwie, wenn ich so viel nähen muss, wäre es gut, wenn irgendwer halt mit dem Typen irgendwie, ich kümmere mich drum, bei der Trollin irgendwie nochmal gucken zu gehen. Bei dem Typen, der nicht so viel nähen muss, was? Na, hier, der Brandon Task-Fan, weißt du? Und was muss der nicht so viel? Na, dass jemand bei dem gucken geht. Ja, okay, gut. Dass ich das nicht mache, sondern jemand von euch oder ihr oder wie auch immer. Alles ihr seid klar. Ein gutes Team, macht das mal zusammen. Sie grinst. Sie mag du wolltest mir noch Brombeeren. So gutes Team können wir nicht sein. Das nennt sich ergänzen, du Schluckdudu. Und du wolltest mir noch eine Knifte an die Backe labern. Ja, aber das geht doch nicht so schnell. Also Quatsch. Doch, aber das ist... Oh Gott, du bist aber nicht so eine, die jetzt sagt, du musst dich erstmal mit der Waffe vertraut machen und sie fühlen und einen schamanischen Geistertanz mit der Waffe vollführen und sie viermal durchladen und dreimal auseinanderbauen, oder? Und anal einführen. Mindestens vaginal. Geht nicht. Und oral. Das bedeutet auf jeden Fall, nein, das bedeutet einfach nur, dass ich die eine, zwei Möglichkeiten, die ich habe, hole und du guckst, welche du lieber haben willst. Wenn ihr in den Kanal geht, wie habe ich gerade schon Foxy gesagt, es ist durchaus, also ich habe es echt schon häufig gesehen, dass die offen bewaffnet sind, die Leute, für solche Zwecke. Meistens mit Pistolen und meistens nicht mit leichten Pistolen. Gut. Und da kann es auch sein, dass ihr es braucht. Schroti? Schrotpistolen sind, glaube ich, sehr angemessen. Pistolen?
Na, so eine, Ich so glaube, eine, die hat von einem so Gewehr eine geredet. Remington Rooms Reaper. Eine Remington habe ich auch. Na, also aus dem Schrotgewehre. Ich glaube, das ist zu viel. Denk Weil ich auch, nicht glaube, ja. dass das dort so krass verseucht sein wird, dort unten. Nee, aber Remington passt prima hin. Du gehst ohne deine Schroti weg? Natürlich gehe ich zwischendurch mal ohne die Schroti weg. Okay. Kann ich denn eine Eros Bride da haben? Hab ich nicht da. Außerdem, warum willst du das Ding? Keine Ahnung. Das du bezahlst den Namen Ares, da bezahlst du irgendwie, die ist doppelt so teuer, wie sie sein müsste. Also insofern lohnt sich das nicht. Eine Ares ist scheiße. Sagen wir mal, es gibt bessere Waffen, die die Hälfte kosten. Zum Beispiel eine Roger Super Warhawk. Die kostet zwar nicht die Hälfte, aber die hat wenigstens Rums. Ja, wenigstens Stil. Nee, ich glaube, eine Roger ist nichts für sie. Achso, das wollte gerade ausgehen. Nee, gucken wir mal. Ich finde schon irgendwas. Ich meine, du kannst auch erstmal... Willst du wieder eine leichte haben? Wie gesagt, ich halte das... Also für den Bruch ist das vielleicht gut. Weiß ich nicht, dass du umgehen kannst. Aber für das Runtergehen ist, glaube ich, unüblich. Eine leichte. Ja, ich nehme auf jeden Fall eine mit Wumms mit, aber na, ich kann ja auch eine andere geben. Ach, guckst du dann einfach, was du haben willst. Genau, das machen wir dann anders mal. Und Flechette-Munition kriegt man teilweise auch so. Ja, aber die geht nur in eine Remington Rooms lieber rein. Ich kriege aber auch für die CZ bestimmt mal Flechette irgendwo ran. Hä? Aber die kann das doch gar nicht laden. Es gibt die auch Flechette-Munition für solche. Nein, die Remington Rooms Reaper ist so geil, weil es eine Schrotpistole ist. Nicht jede Schrotpistole ist eine Schrotpistole. Das weiß ich doch, aber irgendwie habe ich mal... Na gut, es kann auch sein, dass es die alten Regelwerke waren, wo ich mal gelesen habe, dass du eigentlich theoretisch für alles Flechette-Munition kriegst. Hä? Aber ist egal. Gut, ist egal. Stell dir mal vor, ein Sturmgewehr mit Flechette, Alter, das wäre ja... Geil. Gut. Okay, also Foxy und ich dann zu dem Lazarov, oder wie er nur heißt, und ich guck nochmal wegen dem Gerichtsdingens. Genau. Ja. Und ich guck, dass ich ein paar Stoffe besorge und ein bisschen Krams für die Uniform. Willst du auch eine? Wäre schon gut. Gut, dann kriegst du auch eine. Wenn dann bräuchte ich eine Maße. Ansonsten, na klar, kannst du die kriegen. Also die sind 90, 60, 90. Jetzt hör auf zu lügen und gib mir deinen richtigen Maße. Ungefähr 1,80 Meter groß. Jetzt hör auf zu lügen und gib mir deinen richtigen Maße. Sie gibt dir ihre Maße. Gut. Okay. Dann... Stoff. Na, alten Stoff zu kriegen ist kein Problem. Okay, ich besorge mal ein paar Fotos. Dank Matrix ja kein Problem. Richtig. Soll ich noch eventuell uns die Zuleitungspläne versuchen zu organisieren? Lass das lieber. Ich glaube, das ist echt hart, weil da viele Runner auf die Idee gekommen sind. Und aus irgendeinem Grund hat man sich dann gedacht, hey, das könnte man ja ein bisschen geheim halten. Und so für normale C-Gebiete kriegt man die meistens noch ganz gut ran. Für D-Gebiete ist es halt eher schwierig, weil das alles verfällt und nicht mehr so ganz stimmt. Aber für so Industriegebiete oder auch für bessere Wohngebiete ist es echt hart. Es kann höchstens dann auch mit dem Data Haven, dass es da noch was gibt. Wenn das nicht zu teuer wird, wäre das natürlich eine Option. Na, da gucke ich mich mal um die Tage dann. Sehr gut. Wann wollen wir uns morgen treffen, Foxy? Schlag was vor. Morgen ist Sonntag. Ah, der hat frei. Gut, ja, Sonntag. Der ist vor der Schicht dann. Also wenn ich das lese, hier aktenkundig geworden wegen Verspätung und irgendwelchen Fehlern bei der Warenzuteilung, glaube ich nicht, dass er sehr früh aufsteht, aber so um 8 oder so da sein? In der Nähe, wir müssen uns erstmal umgucken, wo man bleiben könnte. Können wir machen, ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ist das gar nicht mehr so viel Schlaf und ich muss dringend ins Bett, denn ich möchte nicht mit Augenringen da erscheinen. Gegen Falten gibt's Cremes. Ja, damit hätte man noch eher anfangen müssen und weniger Schminke, denn Schminke ist nicht gut zu der Haut. Unterspritzen. Das finde ich irgendwie komisch. Und ja, das obwohl ich sehr viel Metall im Körper habe. Du magst ja aber auch Kirschmarmelade. Das ist richtig. Ach, das wäre eigentlich noch ganz interessant. Habt ihr irgendwas krasses, dickes, metallisches? Habe ich das schon mal gefragt, Nina. Habt ihr irgendwelche krasse Wear drin? Nee. Gut. Mm-mm. Also den ganzen kleinen Scheiß. Alles klar. Bin ich mal wieder die Einzige. Ja. Gut. Andere kaufen sich einen Sportwagen. Das ist Wieso denn richtig. Los? Aber ich brauche keinen Sportwagen. Ich brauche Kletterklauen. Brauchst ja auch keinen Penis. Nee, den brauche ich auch nicht. Also, zumindest nicht an deinem Körper. Nur innen. Gut, dass sie Kirschsaft hat. Sie kann ihr rotes Gesicht nicht dahinter verstecken. Gott, was ist denn sie so prüde immer, wenn sie nicht besoffen ist, Jojo? Keine Ahnung. Ich würde sagen, ich hole uns jetzt allen mal noch eine kleine Kirsche zum Abschied. Schnaps? Natürlich. Nee.
Ich meine, ein Schnapsglas voll ist ja nicht schlimm. Das sagst du immer. Eins ist nicht schlimm. Ne? Also ich trinke einen mit dir. Sehr gut. Mit dieser Gruppenzwang. Sie ist schon längst losgelaufen. Okay. Jojo sagt das trotzdem. Wieso lässt du dich denn auch zwingen, Jojo? Hm? Lass dich doch einfach nicht zwingen, Jojo. Mach's doch aus Freude. Trink doch lieber ein bisschen Bliss. Nee, ich werde dir das nicht mehr aufs Butterbrot schmieren. Jojo boxt die leise Stimme aus dem Off ins Gesicht. Hey! Sie kommt wieder mit 3 Kirschen. Offenbar gibt es mehrere Sorten dieses Gebräus, was an sich schon eine Schande ist. Diese, ja, habe ich jetzt gesehen, es gibt mehrere Arten Kirschlikör, furchtbar geil. Pass auf, diese ist... Furchtbar, nicht geil. Furchtbar, sage ich dir, richtig, richtig furchtbar. Diese ist eher eine Art sirupöser Likör. Also der ist schon ein bisschen dickflüssiger und so süß, dass sobald dieses Gesöff mit dem ersten Tropfen eure Zunge erreicht, sich sämtlicher Speichel aus dem Mund und auch der für die nächsten 3 Tage zusammenzieht. Mmh, ist das lecker, sag ich euch. Zuckerschock! Mmh. Riech, Jojo, Alter, die kann jetzt 10 Stunden einen Marathon machen mit dem Zucker, den sie jetzt hat. Hm? Ja, sie kippt runter. Es würde noch 5 Minuten nach Sirupen. Kennt ihr Asterix und Obelix, diese wunderbaren Szenen, wenn Asterix den Zaubertrank trinkt und seine Flügel am Helm irgendwie dann ihn nach oben, so sieht Jojo gerade aus. Sehr geil. Lecker. Bäh. Du mein Mund klebt immer noch zusammen. Das ist das Beste, ihr habt noch 2 Stunden danach was davon. Bäh. Kann man da was gegen tun? Zähne putzen. Will man was dagegen tun? Ja. Nein, da kann man nichts dagegen tun. Outgehen, beste Flummi, zur Beseitigung Alkohol. Na, Alkohol allein ist so eine Sache, aber zur Beseitigung jegliches Mundgedingses eignet sich am besten ein guter alter Pfeffi. Komm jetzt zur Uffe. Der spült das stimmt, den aber Geschmack den gibt's weg. Da nicht. Klar gibt's Pfefferminzlikör. Gut, dann dort, wird wo der ich jetzt Spielalter geholt. Bin, gibt's Pfeffi. Okay, dann wird der jetzt geholt, zum Zähneputzen. Was ist das denn? Das ist ja grün. Waldmeister? Brombeere. Grüne Brombeere. Na, Billy sagte dann gerade, Brombeere sei grün, deswegen, Okay. Dachte auch immer, die ist dunkel, aber das ist nicht so schlimm. Einmal zum Zähneputzen hinterher. Das ist ja überhaupt, das ist ja ekelhaft. Der Spielleiter hat aber auch gesagt, Brombeeren sind haarig und Brombeeren sind überhaupt nicht haarig. So ein kleines bisschen. Ich glaube, der hat... Nein, die haben überhaupt nicht Haare. Die haben weniger Haare als Himbeeren, das ist durchaus richtig. Und ich dachte eher, du meinst Maulbeeren die ganze Zeit. Was sind Maulbeeren, Alter? Maulbeeren. Du, ich komme aus dem Osten, ich kenne das ganze Zeug. Als du von grün redest, dachte ich, du meinst Stachelbeeren. Ja, richtig. Die auch. Maulbeeren sind Brombeeren, mein Freund. Das weiß ich ja nicht, wie ihr das Zeug bezeichnet. In Osten, Novosibirsk, wo du wohnst. Das ist ganz normal, ganz normale... Ja, ganz normal, vor 20 Jahren vielleicht. Was hat jetzt, war das jetzt Flummi gesagt, was die anderen sind, wie ich gemeint habe? Stachelbeeren das, hat sie gesagt. Das, was du, als du grün sagtest, dachte ich an Stachelbeeren. Mhm. Lass mich noch mal nach Stachelbeeren gucken. Gooseberries, ja genau, Gooseberries, die sind sie, die sind saugut. Die sind so sauer. Die ziehen jetzt das Gesicht zusammen. Wie sonst was. Ah. Oh, ich muss mal ganz kurz, wo wir gerade eben ein bisschen outgame sind, wisst ihr, was heute perfekt bei mir gehen würde? Bei Frauen, da musst du nicht zuschlagen. Da reicht in der Ecke schuppen. Ach, du hast heute deine Gunfist-Stimme. Ich habe heute auf jeden Fall meine Gunfist-Stimme, Junge. Schade, ja, dass er tot ist, ey. Das ist so, das ist traurig. Heute hätte ich den gebraucht. Ich finde, der hätte unsere Shadowrun-Gruppe irgendwann sowieso joinen müssen. Oh Gott. Ja, unbedingt. Flummi und der zusammen, garantiert wunderbares Team. 15 Minuten, nachdem sie sich getroffen haben, ist einer von beiden tot. Willst du jetzt mir aber Unrecht? Nein, tue ich 10 nicht. Minuten. Wieso ein das? Nicht 10 Minuten, nein, ich Unrecht getan, Minuten. Aber 15. Wieso ein Düss? Hallo? Wieso ein Düss? Nur so. Wieso ein Düss? Ich disconnecte jetzt gleich hier. Gut, muss mal wieder. Die haut sich dem Pfeffi rein, findet es eklig und verschwindet. Sicher, verabschiedet sich. Natürlich. Tschüssen.
Also wie gesagt, ich muss unbedingt jetzt, also mit Augenring geht nicht. Okay, dann kümmere ich mich jetzt in den nächsten Tagen darum, den ganzen Kram zusammenzusuchen und so weiter und so fort. Und Donnerstag vermutlich um 6 treffen. Ich sag euch noch wo. Hä, was ist denn jetzt morgen für ein Tag? Morgen ist Sonntag. Sonntag. Okay, gut. Donnerstag um 6 treffen klingt gut. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Genau. An den Rest des Wochenendes. Ist das bei dir auch immer so, Vicky? Sie dreht sich nochmal um, was? Ist es bei dir auch immer so, dass dir erst Sonntag wieder einfällt, was du alles für Scheiße gebaut hast, wenn du betrunken warst? Ich bin nie mir fällt es leider nicht immer vollkommen ein. Okay. Was ist das denn? Ach, das ist das. Das ist sehr viele Monate her. Nee, aber das fällt mir nicht immer ein. Manchmal dann ein bisschen später, aber manchmal auch nicht. Okay. Aber ich trinke viel weniger als noch vor einer Weile. Ja, das würde ich doch auch gar nicht in Abrede stellen. Das kannst du mal loben, bitte. Lob, Lob. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Bist du bei den anonymen Alkoholikern, dass du meine Bestätigung brauchst? Nein. Aber man kann sie ja trotzdem manchmal einfordern. Das hast du wunderbar gemacht, Vicky, danke. Dass du mich damit bereicherst. Fick dich. Ach komm. Fick dich. Das werde ich später erledigen und ich werde mich ficken lassen. So. Viel Spaß. Wir sehen uns morgen, Vicky. Vicky. Das ist dieses Pfefferminzgebräu, Nein, das ist einfach das viele Blut in deinem Gesicht, das dich verwirrt. Nein, dann werde ich nur klüger, weil viel Blut in meinem Kopf ist. Solltest du auch mal probieren. Aber der Austausch ist ja nicht besonders gut, also scheint es dich doch etwas zu verwirren, weißt du, diese Sauerstoff-Rush. Ich habe absolut keine Ahnung, wovon du redest. Man sieht sich morgen. Das wäre eigentlich noch klug. Foxy, soll ich dich abholen? Ja, bitte. Gut. Schreib mir einfach eine Nachricht, wo. Gut, wir sehen uns Donnerstag. Mach's gut. Tschü, also vielleicht nochmal irgendwann zwischendurch telefonieren oder treffen, ne? Weil, wenn wir dem hinterher... Oder ich nehme an, du triffst dich mit Foxy zwischendurch nochmal, da könnt ihr quatschen. Aber wenn es irgendwas gibt zwischendurch, kannst du mal schreiben, was mit den Stoffen oder irgendwas. Genau. Wunderbar. Ja, ich brauche sowieso eine gewisse Zeit, also insofern ist das alles nicht so schlimm. Mach's gut, ich will dich jetzt nicht weiter aufhalten. Meine Gegenwart ist dir wohl unangenehm. Sie setzt sich wieder hin. Nein, du kannst ruhig gehen. Das müssen wir jetzt bereinigen, das ist ganz wichtig. Deine Gegenwart ist mir nicht unangenehm. Du musst zugeben, dass wir doch in vielerlei Hinsicht irgendwie gegensätzlich laufen und das ist nicht immer einfach. Jojo guckt Vicky an. Billy geht sich einen White Russian holen. Die geht aus der Schusslinie, weißt du? Bevor die Feuerbälle rumfliegen. Vicky, du labst eine Scheiße manchmal. Hä? Du nimmst kein Blatt vor den Mund, ich habe einen ganzen Baum drin. Das ist ja ganz klar. Ist doch keine Scheiße. Nein, aber du verarschst mich gerade. Deswegen, ich wünsche dir einen schönen Abend. Wir sehen uns. Tschüss. Sie gibt dir einen Schmatzer auf die Wange und vermutlich aus dem Grund, weil du in den nächsten 5 bis 10 Minuten damit beschäftigt sein wirst, mit dir mit dem Tischtuch oder ähnlich oder deinem Ärmel dieses klebrige, süße Zeug abzuwischen, das die Kirsche hinterlassen hat. Jojo läuft ihr hinterher und leckt ihr einmal über die Wange. Kannst du das bitte auch noch bei Foxy machen? Klar. Das ist wunderbar. Tschüss. Tschüss. Jojo macht's nicht. Was? Gut, hat sie voll gelügt. So eine Bitch, oder weißt du, die immer, nee, mich darf keiner verarschen, aber die, weißt du, das ist die Schlimmste. Sie hintergeht alle. So. Was machen wir zwei Hübschen jetzt noch? Den White Russian erstmal leer trinken, den ich jetzt gerade angeschleppt habe, oder? Ja. Und dann weiß ich nicht, wir müssen mal jetzt einen Plan machen, was wir als nächstes angehen. Ich meine, wir haben ja jetzt viele Richtungen. Wir wollen mit
den Typen ein bisschen aussondieren. Ja, aber das werdet ihr machen, da muss ich nicht bei sein. Ja, das ist ja aber nur einer. Ja, den anderen werde ich machen, den mache ich mit Zappel. Ich schicke jetzt übrigens mal eine Nachricht an Boris. Hm? Und ich frage ihn, ob er zufällig diese Olofka, hätte ich beinahe gesagt, diese... Olofski? Yes, genau, die, ob er die kennt. Ja, ich schreibe nur, nehmen wir was auf, quatsch mal weiter, ja. Und ich habe das im Schirm. Gut. Und weil der Typ, den du ja gesagt hast, der Lazarev, der die Musik macht und Brandon Task-Fan ist, der ist ja am Montag, Dienstag, Mittwoch dort. Ja, und? Nee, weil ich dachte, Donnerstag, Freitag, Samstag wäre besser. Ja, aber wir können uns dann halt immer noch umentscheiden, wenn wir merken, bei dem haben wir einen viel besseren Angriffspunkt, dann können wir uns halt immer noch umentscheiden, weißt du? Ja, ich will nur nicht zu viel Hack-Mack machen, weißt du? Nee, ich auch nicht, aber es ist, bietet sich ja an, irgendwie die beiden, weil die jetzt so beim ersten drüberlesen so den größten, die größten Angriffsflächen boten, weißt du? Ja. Na, der Lazarev, war das Lazarev? Lazarev. Lazarev und hier die andere, hier die Vandalen. Die Makarov. Makarov, genau, bei der Vicky noch gucken wollte, weshalb die da eigentlich damals Stress gemacht hat. Und, ich sag mal, wenn wir jetzt bei einem von beiden irgendwie einen unheimlich guten Angriffspunkt finden, sodass wir da vielleicht einen extremen Vorteil für uns rausschlagen können, dann können wir halt immer noch sagen, okay, es wird vielleicht doch Montag, Dienstag, Mittwoch, weißt du? Ich möchte nur nicht irgendwie jetzt auf Teufel komm raus, nur weil ich drei Profile gesehen oder weil ich die paar Profile gelesen habe, nur weil ich drei Profile gelesen habe, entscheiden, ich möchte es Montag, Dienstag, Mittwoch machen oder wann auch immer, ich möchte es zu einem bestimmten Zeitpunkt machen, wenn ich vielleicht an anderer Stelle einen viel größeren Vorteil aus bestimmten Gegebenheiten mitarbeiterlicher Natur schlagen könnte. Verstehst du, was ich meine? Dass vielleicht einfach Sachen sein könnten, die uns auffallen beim Sehen, die uns aber natürlich vorher nicht auffallen konnten. Im Endeffekt, Jaschow finden wir jetzt im Smokers Club. Also der Jaschow ist im Smokers Club für Gentlewomen. Die Jaschow. Du hast aber... Hab ich mich verschrieben? Ja. Steht auf meinem Zettel und im Forum ist es falsch. Das ist... Ja. Dann ist er halt für Gentlemen. Das ist der Gentleman's Club. Sorry, das geht ja anders. Okay. Es kommen halt aber auch Frauen rein. Gentleman's Club jetzt also. Fast jeden Abend. Wie lange arbeitet der Smokers Club eigentlich? Der ist offen ab 18 Uhr bis 5 Uhr. Außer... Sonntags. Nee, außer Samstag. Heute ist Samstag. Ja, stimmt. Also ist jetzt zu. Ja, aber die ist ja jetzt eh arbeiten, ne? Der. Scheiße, ich muss dringend korrigieren. Richtig. Jetzt hab ich's versaut in der letzten Session. Jetzt versaust du es in der Session. Gut. Sehr gut. Wunderbar. Der ist arbeiten. Sonst noch irgendwelche Geschlechtsumwandlungen heute oder? Ich würde sagen, wir können bald mal bei Jojo anfangen. Der, wie, ja. Was? Die braucht eh noch Titten. Stimmt. Das wäre aber keine Geschlechtsumwandlung. Doch, sie ist doch ein Junge. Touché. Der Jojo. Wobei ich finde, dass das Jojo tatsächlich auch ganz gut passt. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Drei Fledermäuse. Kivita. Fünf kleine Flattermäuse. Also gehe ich da definitiv nicht zum Jaschow. 25 schon im Smokers Club als Norm. Also echt mal, was hat denn der für eine Anstellung? Ne? Das ist ein Genießer? Ja. Freu dich mal, dass es noch echte Gentlemans gibt. Das müssen wir erst noch ausspielen, ob das ein wahrer Gentleman ist. Ey, du alte Hure! Ihr schafft Schrieberpussy, ey. Sitzt mir erstmal auf dem Pin hier. Komm mal her, schön du Titten, du geiles Fickstück. Ja. Frauen, ne? Da kommt er wieder. Nee, gut. Na, womit ich halt auf jeden Fall beschäftigt sein werde jetzt, irgendwie die nächsten Tage, ist Stoffe besorgen, Stoffe vorbereiten, nähen. Dann werde ich ja gucken, dass ich das mit Zappel klar mache. Wann ich das hinkriege, weiß ich noch nicht, je nachdem, wann er Zeit hat. Wegen Ghetto. Ja, wegen Ghetto. Das ist für die, siehst du auch wieder, Donnerstag, Freitag, Samstag ist nämlich die Makarov ist in dem Ghetto. Siehst du? Ghetto hört sich jetzt an wie ein Spitzname, wenn du das so sagst.
Wir haben auch Ghetto-Tape. Da können wir auf ein Van, auf ein Bumsbulli schreiben mal draußen mit Farbe Rape-Van drauf. Sind das wirklich? Wieso denn? Alter. Weil Bumsbulli viel toller klingt. Das irgendwie habe ich, also... Also wir können ist es schon auffällig, dass du einfach alles irgendwie mit Rape in Verbindung bringst. Gibt es etwas, was du uns sagen möchtest? Was, dass ich Rapist-Glasses hab? Keine Ahnung. Und Child-Molesting-Beard? Ich möchte gerne von dir geraped werden. Na, ich dachte eher daran, dass früher mal jemand mit einem Candy-Van vorbeigefahren ist, als du noch ein kleiner Bub warst und du jetzt irgendetwas Traumatisches erzählen müsstest oder so. The Candy-Van. Nein? Okay, gut, dann sorry für den Einwurf. Es war nur wichtig, nicht, dass dein seelisches Wohlbefinden irgendwie... Du hast das total ausgegraben das letzte Mal. Ich führe einfach nur deine Scheiße da weiter. Laber keinen Mist, du bist dauernd mit Ass-Rapen dabei. Du bist immer der, der das einbringt. Das stimmt auch wieder, mit Ass-Rapen ist tatsächlich ich. Was kann ich denn dafür, dass mein Onkel immer mit mir spielen wollte? Ich hab ja ein kleines Tier, willst du mal streicheln? Die Schlange. Okay, können wir das jetzt hier wieder lassen? Das ist, nö. Das ist intrusiv in mein Private Life. Gut, nee. Also im Endeffekt können wir dann gar nichts mehr heute machen, oder? Nee, nicht wirklich. Dann werde ich mit Vicky die Tage mal zu dem Typen fahren. Und wir sehen uns Donnerstag. Ha? Und wir sehen uns dann am Donnerstag. Spätestens. Ja. Aber ich werde trotzdem die Tage bei dem Typen im Smokers Club mal vorbeifahren. Ach so, ich dachte, ihr macht hier Lazarov zusammen. Ja, aber ich fahre zum Jerschow in Smokers Club. Okay. Da kann ich weder Vicky noch dich mit hinnehmen. Das ist richtig. Ja? Da muss ich noch vorher bei Sanja vorbei mir irgendwas relativ Elegantes für einen Smoker Club zulegen. Na, so elegant muss das ja nicht sein. Aber angemessen. Das macht schon mehr Eindruck, wenn. Ja, aber es muss ja nicht teuer sein. Das habe ich auch nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt teuer? Habe ich gesagt teuer? Nein. Du hast doch jetzt ein wunderschönes neues Kleid. Stimmt eigentlich. Das ist gar nicht so blöd, was du gerade sagst. Da muss der ASL mir noch die Werte für geben übrigens. Irgendwann mal. Was hat man gesagt? 7 oder sowas, ne? Ja. Keine Ahnung. Was hast du vorher für Panzerung? 6? Ich glaube ja. Dann ist es jetzt 7. Echt? Ja. Sie hat gut gewürfelt. Soll ich das nennen? Von Jojo gestricktes Kleid? Sehr, sehr geiles Kleid. Keine Ahnung. Sehr, sehr geiles Kleid. 7er Panzerung. Bist ein Monster. Ja, so ein richtiger Titan, Junge. Weißt du, wenn Zappel ankommt, der kann ja auch nichts machen. Dein Handy biebt. Entschuldigung. Ja, schäm dich. Ich kann nichts dafür, dass ich so ein wichtiger Guy bin. Nur weil dein Nokia 7310 sich wieder mal eine Verbindung suchen muss, ist es noch lange kein geiler Typ. Wenn es nur ein Nokia wäre, du. Okay, Rüstung. Tolles Kleid. Richtig. Mit den Worten eines großen Mannes zu sprechen und damit meine ich Dyslexi. An dieser Stelle sind wir minimal, ganz kurz, vielleicht für einige Sekunden nur ins Outgame abgeglitten und haben dann auch kurz was bequatscht, wie es weitergeht, blablabla. Und haben dann eigentlich schon den Spielabend beendet, wollten noch irgend so einen sinnlosen Endsatz hier, den wir immer so von uns geben, dahin knötern. Aber dann bemerkte Dys zum Glücke, dass wir Boris vergessen haben und dass er auf jeden Fall nochmal im Gespräch, weil ich es deswegen, haben wir nochmal die Aufnahme angeworfen, deswegen ist der Übergang jetzt nicht ganz so geil. Und naja, deswegen geht es noch ein bisschen weiter, vielleicht zu eurem Glück oder auch nicht. Und deswegen jetzt nochmal dieses komische Zwischengelaber, also die sind dann schon zu Hause, haben sich verabschiedet, sind von dem Shipwreck weg und quatschen bei Jojo weiter. Jo, dann würde ich doch vorschlagen, lässt sich Billy von Jojo nach Hause fahren. Ja, und Billy zischt dann noch ab ins 43. Du meinst, Jojo zischt ins 43? Ja. Nee, Jojo sagt, so Billy, jetzt gehst du ins 43 und lernst Metal. Ja. Wenn du nicht wiederkommst und verschwitzt bist und Verbeulen vom Bang hast, dann mach ich dich kaputt. Kriegst du mit dem Freudenstab eingefahren. Alter, da kommt mein Geisterbro und bringt mir als nächstes deinen Kopf. Ace geraped. Ich hab Ace gesagt, nicht Ace, okay? Ich hab's gehört. Bitte, den Unterschied. Schön. Gut, dass ich gerade Face geraped verstanden habe. Auch schön. Das fände ich jetzt aber auch toll. Ja, gibt's viel zu schneiden fürs Ende dieser Session. Als ihr bei Jojo zu Hause seid und du noch die Waffe von Jojo entgegennimmst und ein wenig ausprobierst, bekommst und Jojo sich umzieht, bekommst du dann auch übrigens so
Drahtwolle ist sehr gut, um so Kirschschmodder abzubekommen. Was? Bekommst du einen Anruf von Boris? Hallo? Hallo, du fragst nach Jaworowski. Aha. Ist das eine für dich? Ich meine, die ist ja schon ein bisschen älter. Ja, man muss mal seine, ne, also seinen Horizont erweitern und so. Ja, die war ein paar Mal hier und du, ich fand die schon echt ganz okay. Ihr habt die irgendwann mit in den VIP-Bereich gelassen. Die hat sich nicht irgendwie zickig gehabt und die hat irgendwie, habe ich ganz schnell mit der unterhalten. Die ist dann nicht mehr gekommen. Ich glaube, die ist ein bisschen, die ist schon ein bisschen auf dem Abfucktrip, glaube ich. Aber Abfucktrip Drogen oder was? Nee, das nicht. Aber ich meine, sie hat das, was sie hatte, für eine echte Karriere gehalten. Naja, so krass war es nicht. Und nachdem das auch vorbei war und ich glaube, sie hat irgendeinen Kackjob bekommen, ja, da ist sie einfach, ne? Also auf der einen Seite hat mich gewundert, dass da ich glaube, es war irgendwas Technisches, dass die das überhaupt kann. Hätte ich ja nicht gedacht, aber was weiß ich, mit Drohnen und so, wie möglich. Oh, auf jeden Fall. Also bei der, wenn du die in die Kiste kriegen willst, ne? Aha. Also ich hätte nichts dagegen, wenn du es aufnimmst. Du würdest dir das ja gerne angucken, wahrscheinlich zum Schluss. Ich hätte, wenn du es sowieso vorhast, hätte ich nichts dagegen, wenn ich das auch mal reingucken könnte. Naja, auf jeden Fall, nur so, wenn, die muss ich halt ein bisschen wichtig, ne? Und die will zurück in ihr altes Ding und die, wenn er da ein bisschen auf ihre alten Karriere oder was das da sein sollte. Also wenn du da ein bisschen was machst, ich glaube, da geht die gut drauf ab. Oder wenn, also sowas in der Richtung, weißt du? Die kennt da ihre alten Produzenten und einen so einen Regisseur, Pornregisseur-Typen. Und die wartet ja immer auch drauf, wenn du da irgendwo in die Richtung gehst und die da ein bisschen bestärkst, sagt, wird wieder und so, und du bist dann ein geiles Tütchen und so. Ich glaube, die kriegst du. Und, pass auf, das ist ja das Geilste. Weil sie ein Pornstar ist, ist ja wenig Berührungsängste, wenn sie merkt, dass du gar keine Muschi hast. Ja, das ist klar. Das ist super. Und wie gesagt, also gut möglich, dass du da was anfangen kannst, und ich hab da auch nix dagegen. So, ne? Ja, vielleicht also, sie kommt halt nicht mehr her, das ist halt ein bisschen blöd. Ja, aber gut. Vielleicht bring ich sie ja mal mit. Hm, hätte ich nicht schon, das wäre schon. Ja, wenn du das kriegst, schon geil. Ja, schauen wir mal. Da, das ist ja klasse, Boris. Ja. Du bist immer willkommen, weißt du doch. Ich weiß, ja, das weiß ich, dankeschön. Sulli, dir und Wally geht's gut, ja? Da, ey, ich soll nicht drüber quatschen. Aber alter Falter, was da jetzt losgehen wird mit den Gangs. Ich glaube, die Bitte? Hat echt mit den Gangs, Alter. Ich glaube, die hat echte Schwierigkeiten, diese Motorradleute da irgendwie im Zaum zu halten, was weiß ich. Du sprichst von den Falcons oder was? Ja, ja, sie meinte irgendwie, ey, soll ich jetzt nicht erzählen, aber ich hab grad einen guten Tag. Und der geht ja auch was an, auf jeden Fall. Die meinte der Chef von denen, ne? Der ist schon ganz cool. Der hat das alles noch irgendwo im Griff, aber diese ganzen Jungspunde, Alter, die sind einfach zu behindert. Die wollen da einfach drauf losrennen und einfach nur irgendwelche Leute zerlegen. Und hast ja gesehen, was heute abging. Und ich glaube, das war schon das Kontrollierte. So. Shit. Ja, und die anderen kleinen Pissnecken da, die kleinen Schweins-Rapists, die werden da bestimmt jetzt auch nicht auf sich sitzen lassen. Ja, weiß Wally, warum das jetzt angezettelt wurde? Haben die außerhalb von Alexis Bereitschaft gehandelt oder was? Das glaube ich nicht. Also weiß ich nicht, aber das glaube ich nicht, Alter. Nee, das ist krass. Nee, das ist eine Gang, die sind doch bestimmt voll hierarchisch, weißt du? Ich glaube nicht, dass es außerhalb war. Und ich meine, das brodelt ja schon ewig vor sich hin. Ja, scheiße, hey. Naja, aber ich meine, nicht, dass die bei Bali einmarschieren. Ich glaube, das ist nicht das Erste, wo sie da Bock drauf haben. Sondern die haben doch jetzt Bock, irgendwelche Typen vom Motorrad zu zerren und denen irgendwie die Implantate bei lebendigem Leib rauszuschneiden. Wer macht denn sowas? Was machen die, Alter? Echt? Als sie sich hier durchsetzen musste und ihre Türfe abstecken musste, wenn da jemand gekommen ist, die haben einfach, wenn der eine Datenbuchse hatte, war schlecht für den. Wenn er Cyberaugen hatte, war auch schlecht für den. Wenn er irgendein Implantat hatte, was man gesehen hat, war schlecht für den. Wenn er keins hatte, was man gesehen hat, manchmal haben sie sich auf die Suche gemacht. Das ist echt richtig eklig gewesen. Das möchte ich gar nicht hören, eigentlich. Oh, das tut... Bist du wieder drauf, ey?
Sorry, ich hab, wie gesagt, ich bin ein bisschen gesprächig, aber ey, ich wollte ja, nee, jetzt hör dir mal ein gutes Hörspiel, eine gute Nachtgeschichte an. Da muss man auch nicht so drüber nachdenken, weil du bist da raus aus der Nummer. Du bist da raus. Das weißt du, oder was? Na, ey, was steckst du da mit drin, oder was? Nee, da. Naja. Ich meine. Und Jojo? Weißt du da was von? Ist sie da so krass drin? Ja, keine Ahnung, aber ich hänge halt oft mit ihr rum. Hm. Prrr. Ja, keine Ahnung, früher oder später werden die ja vielleicht schon ankommen. Scheiße, ne? Naja, da musst du irgendwie gucken, aber... Weiß ich... Na, du, ich weiß es nicht, wie krass das jetzt schon eskaliert ist, ne? Aber wenn... Stimmt, das war doch hier irgendwie... Ja, genau, die war ja richtig dicke mit denen. Ey, wenn sie die alle machen. Ich glaube, die werden minimal kurz, werden die vielleicht mal nachdenken. Alter, wenn sie die alle machen, dann wissen die da auch, was dann losgeht. Wenn sie es wirklich, wenn sie wirklich das eskalieren lassen wollen, dann werden sie es vermutlich machen. Aber wenn sie irgendwie sich nochmal einen Kopf machen, dann werden sie das vielleicht nicht als erstes angehen. Weißt du? Ja, wollen wir mal hoffen, dass sie sich das nochmal durch den Kopf lassen, ne? Ja, also gut, jetzt richtig Bock auf Gangkrieg habe ich auch nicht. Nee, glaube ich nicht. Aber lass mal was von was schön reden. Von der Orlowski, hm? Das ist doch eher was. Ja, das schauen wir mal, wie das wird. Da bin ich gespannt, oder bin ich gespannt? Ich auch. Sagst auf jeden Fall Bescheid. Wenn ich was leg, dann sag ich dir Bescheid. Sehr gut. Nee? Klar. Gut, dann mach du mal noch schön sauberen Tisch hier. Ja, ich muss mich um ein paar Gäste kümmern, die... Die sind auch heute sehr cool, Leute, wieder da. Wenn du mal wieder... Schön. Ich weiß, bei dir ist gerade ein bisschen schwierig, aber wir kriegen das alles hin. Wenn du Bock hast, kommst vorbei. Ja, ich sag dann Bescheid für Eskorte. Gut. Das lieb, danke, Boris, ne? Klar, immer. Jo. Mach's gut und leg dich jetzt schlafen mit guter, gute Nachtgeschichte. Ja, klar, Brummelibär. Gut. wenn du aufstehst, dann wünsch ich dir gute Nacht. Danke, tschüss. Tschüss. Flummi kommt geflumst, nein, Jojo kommt angejojot. Ja, der hat sich irgendwann umgezogen. Da ist sie wieder. Huhu. Hallo, Schnuckibär. Du, ich werde mich noch an die Orlowski dranhängen. Okay. Weil ich gerade mit Boris geredet habe. Oh, und, weiß er was? Ja, klar. Der kennt die. Und die ist eigentlich ganz gut drauf, sagte, der möchte Videos haben, wenn ich die flach lege, aber das ist eine andere Geschichte. Na, legst du halt flach? Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall ist die halt, müssen wir halt mal gucken, so wäre die ganz gut drauf. Ich muss mir mal die ganzen Filme von ihr laden, dass ich mir die ja mal reinziehe und ein bisschen was über den Hintergrund von ihr auf die Reihe kriege, so ein bisschen suchen und dann werde ich mir mal ein Gespräch mit ihr zuziehen. Aber langsam muss ich mir ja Sorgen machen, ne? Ich meine, jedes Mal, wenn wir unterwegs sind, willst du mich mit irgendwem verkuppeln. Aber selber, ne? Ist da nicht viel. Jedenfalls, soweit du das weißt. Und sonst erzählst du mir auch immer alles. Ja, aber das nicht. Okay, gut, dann. Was denn? Das hast du mich noch nie gefragt, deswegen habe ich noch nie was darüber erzählt. Hm? Ha? Wann du dir mal irgendwelche Frauen abschleppst? Gedönse? Weiß nicht. Nee, hast du mich noch nie gefragt. Zwischendurch mal. Ich habe dir immer mal eine angeboten, aber du wolltest nie. Ja, was du mir für Schabracken angeboten hast. Hallo? Ja, hallo? Das ist Qualitätsware. Gut abgehangen und speckig, oder was? Nein. Das hat doch damit nichts zu tun. Nö. Aber gut, in der Kiste, das sieht man denen an. Ja, weiß ich nicht, ob du da das Qualitätsmerkmal aussprechen kannst. Nicht. Prädikat Jojo. Na klar. Stiftung Waren Jojo. Stift und Waren Jojo, genau. So, was hat er? Entschuldigung. Er hat auch noch was über die Fleischer und Falcons gesagt. Ach so. Wally ist wohl ziemlich ausgestresst deswegen gerade. Wieso? Weil es da voll rund geht. Hm. Also, Alex will das wohl nicht so deeskalieren lassen. Also, er will das nicht so eskalieren lassen, so rum. Aber die jüngere Generation wohl, sagte er. Hm. Okay. Ich war das letzte Mal vor ein paar Tagen da, deswegen weiß ich es jetzt gerade nicht, aber... Na, das ist ja erst heute Abend passiert, dass die Fleischer so zugeschlagen haben. Nee, dass die Falcons so zugeschlagen haben. Ja, wie gesagt, und ich war ein paar Tage nicht da, deswegen weiß ich nicht, was in der letzten Zeit da passiert ist und mir hat auch keiner was gesagt. Ja, dann solltest du vielleicht mal mit denen reden, weil du könntest auf der Abschussliste... mit denen reden? Weil du eventuell auf der Abschussliste stehst, du Heudoi.
Ich fahre da sowieso hin und dann kriege ich wahrscheinlich sowieso eine Ansage von wegen, ich soll mich raushalten und bla, und ich hatte nicht vor, mich einzumischen. Wenn du da hinfährst, glaubst du nicht, dass die momentan über ihre Quellen versuchen, so viele Informationen wie möglich rauszubekommen? Hä, wenn ich zu Alex fahre? Mhm. Hä? Was? Ich verstehe gerade nicht, Fleischer, was von mir willst. Dass die Fleischer die Falcons beobachten, meine ich. Ach so. Das, ja, weißt du, das ist nicht mal ein offenes Geheimnis, ist überhaupt kein Geheimnis, wie das da abgeht. Ich meine, ich erzähle das nicht vielen Leuten, aber die meisten wissen es einfach, weil egal wo ich gewohnt habe, ich regelmäßig Besuch hatte. Also, das wissen so unendlich viele Leute, selbst wenn ich da nicht hinfahre. Naja. Trotzdem würde ich dir vielleicht empfehlen, den Kopf unten zu halten momentan. Was meinst du mit Kopf unten halten? Ja, halt gesagt, vielleicht. Ja. Du zuerst. Na, ich, wie gesagt, ich halte mich vom Warrior-Turf fern, ich halte mich vom Fleischer-Turf fern und dann ist gut. Hm. Viel mehr kann ich nicht machen. Hm. Ich werde mich jetzt auch auf kein öffentliches Podium stellen und mich als nächste Bürgermeisterin von Moskau wählen lassen. Das solltest du ohnehin nicht tun. Ich wäre eine gute Bürgermeisterin, glaube ich. Ja, Prügelstrafe wieder eingeführt, öffentliche an Pranger stellen und Todesprügeln. Sag mal, was denkst du eigentlich von mir? Och, ich bin nur realistisch. Wieso denn das? Hallo? Na komm, jetzt werde ich nicht gegen die Tatsachen. Gegen welche Tatsachen? Arm abschießen, Torso wegschießen. Ja, das war halt einfach mal... Irgendwelche... Das Rote hinterlässt halt bestimmte Wunden. Wenn ich ihn mit einer anderen Knarre getroffen hätte, sähe es halt anders aus. Fertig. Ja, du hast aber eine Schrotflinte. Ja, und? Du benutzt sie. Ja, natürlich. Sie ist doch nicht dazu da, um im Schrank zu hängen. Deswegen... Deswegen lebe ich noch. Ja. Größtenteils. Na, eigentlich ganz. Mhm. Naja. Egal, so. Ich wäre keine gute Bürgermeisterin. Ich glaube, das wäre mir auch zu langweilig. Jo, deswegen müsste ich ja die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Dann müsste ich ja die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Nee, die müsste ich ja auch unterschreiben. Weißt du, wie nervig das ist, wenn du ständig irgendwelche Sachen unterschreiben musst und immer mit einem anderen Namen? Das ist fürchterlich. Leute, die Todesstrafe in Russland ist eingeführt. Ich wollte schon sagen, die gibt es. Echt? Ja. Mhm. Momentan, wir reden über 2014 oder reden wir über 2080? 80. Über 2080. Bei 14 bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, da ist sie inoffiziell eingeführt. Ja, wenn Leute einfach verschwinden, das weiß keiner so genau. Echt, 2080 ist die Todesstrafe wieder? Ja, davon hat er auch schon mal erzählt, glaube ich. Relativ selten findet sie Anwendung, aber sie findet Anwendung. Bei Terroristen, hast du mal gesagt. Ach ja, und bei Aztec findet sie relativ häufig Anwendung. Ja gut, die lassen ja auch Kindesköpfe vom Tempel oben runterrollen. Nee, das machen sie nicht öffentlich. Nicht öffentlich, ja. Genau. Tja, da haben die beiden ja jetzt ordentlich abgeschmatzt mit Vicky. Also nicht so wirklich, aber jetzt bald, denn es geht jetzt weiter mit Düs und mir in der ganz... Naja, ganz kurz ist sie, glaube ich, gar nicht. Aber wenn wir das ganze Outgame-Gelaber rausschneiden, vielleicht doch ganz kurze Einzelsession bei Lazarev, um da zu gucken, was mit dem eigentlich läuft in seinem Leben. Der scheint ja eigentlich ganz gut klarzukommen. Da kann man ja mal gucken, was man so machen kann, ob man den für irgendwas gebrauchen kann und so weiter. Und dann fahren wir fort mit Jojo, denn die kleine dreckige Mistkröte hat ja vor, A, mit ihrer Gang irgendwie zu quatschen und will sich bestimmt wieder ordentlich verdreschen lassen, weil sie sich einmischt, was man halt so tut, wenn man gerade irgendwie befindet, dass Blautöne dem Gesicht besser stehen und Lidschatten gerade aus ist, da muss man sich einfach mal ordentlich die Fresse polieren lassen, dann geht das alles wieder. Also das ist heute mein Styling-Tipp. Es geht ja, wie gesagt, um Bildung und hier ist mein Rat dazu, kommt auch bald in der Bravo. Und genau, und dann muss sie ja noch mit Zappel irgendwie mal im Ghetto gucken, was mit der Trollen so ist und was man da vielleicht anfangen kann. Und dann werden die sich wohl mal jetzt irgendwie überlegen, wie sie das machen mit dem Einbruch. Und dann geht's weiter. So ist es.
Und dann bringen wir vielleicht auch mal irgendwann diese Episode zu Ende. Und dann sollten ja die Guten kommen, hatte ich ja mal irgendwann gesagt. Ist aber eigentlich nicht so. Die nächste wird dann bestimmt genauso schlecht. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Das liegt einfach auch an uns. Bis dahin kann ich jetzt sagen, dass... ja, was kann ich denn sagen? Ach ja, genau. Zum Beispiel, dass wir Creative Commons Non-Commercial Attribution 3.0 irgendwie was machen. Was das bedeutet, das haben wir so 1000 Mal erklärt. Von daher bla, dass Sharon Tops gehört und die Rechte besitzen und das von Pegasus in Deutschland vertrieben wird. Das ist alles furchtbar spannend. Die Intro-Musik kommt von den Kremlkrauze. Das ist gar spannend. Deutsches Essen in Russland. Intro- und Automusik ist das sogar. Kann man sich durchaus reinziehen. Die sind jetzt auch mehrfach in Deutschland wieder auf Tournee. Ja. Also da lässt sich vielleicht mal was machen. Und wenn er nicht kommt, dann gibt's Ärger. Oder so. Keine Ahnung. Aber ich hatte gerade Bock auf meine Psycho-Stimme. Die ist aber noch gar nicht so Psycho. Vielleicht sollte ich da noch was ändern. Gut, nee, die packe ich irgendwann mal anders wieder aus. Ich muss die jetzt mal wieder wegsperren. Und oh, jetzt hört man hier die Vögel im Hintergrund. Ich hasse diese Mistviecher. Diese dämlichen Scheißdinger. Alles klar, so. Ich habe hoffentlich nichts vergessen. Das habe ich in der Tat nicht. Denke ich jetzt jedenfalls. Deswegen heißt es ja noch vergessen. Ich bin offenbar schon ziemlich durch. Das macht nichts. Ich habe gerade mit Dys gespielt. Und Intros gesprochen. Die sind noch schlimmer. Deswegen passt das. Bis dahin. Bis nächsten Mittwoch. Quasi. Oder wann auch immer du dir das mal reinziehen möchtest. Oder auch nicht. Kann ja sein, dass es irgendwann passiert. Und ich noch mehr nuschle. Das wäre ganz hervorragend. Und jetzt mache ich auch mal Schluss hier. Tschüss. Mach's guten.